So, und damit ein herzliches Willkommen hier bei uns auf dem Kanal, ihr wunderschönen Menschen. Wir haben etwas ganz Tolles rausgekramt. Es ist True Fear Forsaken Souls Part Unos. Und es ist mal wieder ein etwas anderes Horror-Game auf diesem Kanal. Wir versuchen ja ein bisschen so die Palette so breit wie möglich zu fächern. Und ich bin gespannt, wie euch das gefällt. Ich bin gespannt, wie uns das vor allen Dingen gefällt. Und mit uns meine ich natürlich nicht nur mich, sondern auch den Charmanten, den Gutaussehenden, den Einzigartigen, den Sagenumwobenen, Benjamin. Hallöchen. Wunderbar, dass du da bist. Okay, dann würde ich sagen, wir starten das Spiel. Wir starten True Fear. Ja, und wir starten das Spiel. Ihr seht, es geht mal wieder. Möchtest du eine interaktive Ausbildung absolvieren? Es ist, ja, wollen wir das machen, Benny? Ich gehe mal von aus, das ist das Tutorial, oder? Das ist das Tutorial wahrscheinlich. Okay. Ich sag, ja, nein? Was? Ich kenne die Steuerung nicht, aber du bist der Spielende, ich weiß es nicht. Ich sag nein. Okay. Ich sag nein. Du sagst nein. So. Wer gibt mir hier auf den Pinsel? Wer klopft da? Erstmal abschließen. Na, erstmal Kette vormachen hier. Hör mal. Ja, kann ja jeder kommen hier. Ach, ist Night Delivery. So. Dann machen wir mal auf. Hast du denn auch das Katzenfutter dabei? Ja, und vor allen Dingen muss er mir erstmal das Bett jetzt aufbauen. Aber erstmal muss er das Geld segnen. Wir sind Holy Stonehouse. Das ist ja mein Name, Alter. Das ist ja. Das ist aber. Holy. Okay. Holy moly. Kleine Schwester, es tut mir so leid, dass ich untergetaucht bin und mich nicht bei dir gemeldet habe. Es war für deine eigene Sicherheit. Das ist jetzt die Zeit gekommen, an der ich dir die Wahrheit sagen muss. Über mich, unsere Mutter und vor allem die Dinge über dich. Anbei befindet sich eine Adresse. Bitte mach dich so schnell wie möglich auf den Weg. Ich vermisse dich so sehr. Es tut mir so leid. Bitte hab Verständnis dafür, deine Schwester Heather. Okay. My sister. I didn't hear from her for almost 10 years. We were very close with my sister.
And then shortly after our mother's death, she just disappeared. It was almost 10 years ago, and I have never heard from her again. What could have happened to her? Schön Zweiergolfe fahren, die Alte. Geil. So, okay, wir sind quasi an dieser ominösen Adresse angekommen, wo uns unsere Schwester hin haben will. So, und ihr seht schon, es ist eine Art Wimmelbildspiel. Heather Stonehouse. Was wirklich? Ah, der Name meiner Schwester habe ich nicht gefunden. Mhm. Okay, wir haben ein Manuskript, hier haben wir ein Brecheisen, das wir natürlich mitnehmen. Und das war's. Hier kommen wir zurück. Benni, hast du so ein bisschen Erfahrung mit Wimmelbild-Spielen? Gar nicht. Also wirklich null. Also wirklich, du zeigst mir mal wieder was Neues. Also ein neues Genre, was mir so noch nicht bekannt ist. Tür lässt sich nicht öffnen, eine Teile fehlen. Okay, muss man anscheinend hier so eine Art Puzzle-Rätsel machen. Ich hätte gedacht, dass du gegebenenfalls mit der Brechstange hier die Bretter zumindest wegbautzen könntest. Das könnten wir auch. Cool. Sensationell. Und wir müssen es anscheinend an jedem Brett machen. Das macht er denn nicht automatisch? Scheinbar nicht. Okay, und es ist eine Gesetzmäßigkeit, die ich persönlich nicht verstehe. Dass man in Wimmelbildspielen immer Frauen spielt. Wahrscheinlich, weil die Spiele für Frauen gemacht sind. Und wir jetzt hier, harte Kerle, wie wir sind. Ja. Ah, guck mal, hier sind jetzt Teile. Ach, die müssen wir dann gleich jetzt da an der Mailbox einsetzen, oder was? Richtig, genau. Das könnte nützlich sein. Na, das hoffe ich doch. So, na denn, Friemel Puzzle wartet mal zusammen hier. Was? Oha. Ja, da bin ich. Ach, das wird so ein. Ah, das wird wie so eine Art Wappen. Geh ich jetzt ja, mal wahrscheinlich. So, okay, warte mal, gucken wir nochmal, wo wir hier ankommen. Ist das nah? Ja, wie beim Puzzle heißt es ja mal zuerst die Ecken. Genau, richtig, aber alles ist irgendwie Ecke. Ja. Das macht es nicht einfacher. So, na, wir gucken mal zur Not. Ah, guck mal, das ist richtig. Wenn es blau leuchtet, scheint es gut zu sein. Dann ist aber das, was du als erstes gesetzt hast, noch falsch. Falsch. Nee, mag sein. Aber ja, sieht richtig aus hier, oder? Nee, aber ja, pass auf, geh mal weiter. Ja, ja. Ja, das erklärt natürlich so einiges. Das kann natürlich sein, dass das denn nicht hinhaut. So, okay. Na, wir gucken einfach mal. Das kriegen wir doch gelöst hier, das Ding. Hör mal. So, wenn du irgendwas siehst, schrei bitte laut, was passen könnte. Das passt. Du bist so eine Hilfe. Ja, aber schau mal, hier. Super. Awesome. Einfach fantastisch, wie du das machst. Ja, das ist sick. Macht das auch mit einer Souveränität. Ha. Okay. So, okay. Wunderbar. Doch hier. Tada! So, okay, dann machen wir den Rübezahl mal rüber. Hm. Dann kommt ihr da rein, oder? Ja. Der kommt da rein. Achso, hier. Ach, den habe ich ja hier. Ach, hier. So! Auszeichnung. Wurde freigeschaltet. Ah. Und die ganze Post ist rausgefallen. Wir haben Post gefunden. Was ist das? Sehr geehrte Frau Stonehouse, wir haben Ihre Anfrage bezüglich der Patientin Dahlia S. erhalten. Gerne möchten wir Sie hiermit zu einem persönlichen Gespräch einladen und all Ihre Fragen beantworten. Wenn Sie nicht in naher Zukunft zu einem Gespräch erscheinen, werden wir Ihnen bald einen Hausbesuch abstatten. Das ist aber auch schön. Mit freundlichen Grüßen, Kurt Schumacher, keine Ahnung, wie der Typ da unten heißt. Und wer ist Dahlia S.? Der Dahlia S.
So, haben wir hier noch irgendwas? Können wir hier noch. Ah, hier müssen wir. Ah, okay. Hier müssen wir. Ist da was da drunter? Spinne. Spinne. Schlüssel. It's a key. It's a key. Ah! Wunderbar. Wing. Wir haben einen Schlüssel. Wahrscheinlich diesen Schlüssel. The door is locked. Ja, nicht aber mehr. Aber jetzt nicht mehr. Hinein, lass uns hinein. Okay, ja, das ist. Ist das unsere Schwester gewesen? Ja, hey, so hey, jetzt geht's so sehe ich denn früh aus, wenn ich morgens aufstehe und zum Bad laufe. Wieder was tolle. Auszeichnung freigeschaltet, ein Auge für Details. Ja, aber okay. Warum ist jetzt die Puppe unten rechts hingegangen? Was ist denn. Die ist jetzt in unser Inventar gegangen. Ich glaube, bei Wimmelbild spielen. Bewegt den Kopf! Wenn wir nicht weiterkommen, können wir irgendwann raufdrücken und die gibt uns einen Tipp. Bei Wimmelbild spielen hast du sowas manchmal. Warte mal, warum ist hier eine brennende Kerze? Vielleicht für mich? Ja, dann nimm sie doch. Hast du irgendein Dokument oder irgendwas, wo du was drüber packen kannst? Das ist denn hier mit geheimer Schrift und so, wie man es früher gemacht hat? Mit so Zitrone schreiben oder sowas? Aber haben wir nicht. Nö, nur einen Gartenhandschuh könnte ich rüberpacken. Ich glaube, das ist jetzt nicht der gleiche. Na, sag mal. Okay. Wir gehen mal zum Haus. Wir könnten eintreten, quasi. Ich guck nur, ob wir hier noch nehmen. Da sind überall Puppen am Türrahmen. Ja, das ist, so macht man das hier halt. Sind das etwa Voodoo-Puppen? Ich glaube, sie war nicht sicher, vor was sie sich schützen wollte. Und die Amulette sind alle sehr vielseitig. Oh, heute wieder einen schönen Witz gelesen, irgendwie so nach dem Motto, derjenige, der meine Voodoo-Puppe hat, soll bitte aufhören, sich ständig zu füttern. Oh, hoffentlich war das bloß der Wind. So, Tür ist abgeschlossen, aber der Riegel ist vollgeschoben. Na, dann nehmen wir doch das Brecheisen. Musst du wahrscheinlich. Ich sagte, wir nehmen noch das Brecheisen und hauen es durch die Scheibe durch. Ja, so, jetzt wird wahrscheinlich. Könnte mich verletzen. Ach, jetzt müssen wir den Gartenhandschuh nehmen. Ah, ja, ist er ja. Hör mal auf da. Was ist das? Warum gehen wir in irgendwelche Häuser rein? Einfach. Da ist ein Lichtschalter. Was? Jawohl. Der macht nichts, oder was? Hallo, ist hier jemand? Ah. Was ist das? Ein Bildfragment. Okay, wir haben ein Bildfragment gefunden. Was ist? Ich habe immer wieder den gleichen Traum gehabt. Eine Art Krankenhaus, überall Blut. Ich werde das Gefühl nicht los, dass ich dort schon einmal war. Dieser Ort sieht sehr bekannt aus, aber ich war noch nie zuvor da. Das macht doch keinen Sinn. Genau wie in meinem Traum. Alles sehr seltsam. Alles sehr seltsam. Zugenagelt. Oh, wo ist denn unser Brecheisen? Das ist kaputt gegangen, weil wir die Scheibe eingeschlagen haben. Nein, was? Keine Ahnung, aber das haben wir seitdem nicht mehr im Inventar. Was ist das? Ein Auge? Was ist das? Augenemblem. Besen ist kaputt. Das sei es verrottet. Ach, das ist mein Besen. Das ist Besen. Okay. Dieser Ort scheint schon seit Jahren verlassen zu sein. Ja. Okay, dann gehen wir mal da hier in die Nische. Geh mal die Treppen hoch. Ist doch super. Guck mal hier mit Spinnenweben und so. Was soll? Als erstes sollte ich die Treppe. Na, erstmal die Treppe reparieren. Oh, warte mal, hier glänzt etwas. Was? Wie? Da ist ein Schlüssel. Da ist ein Schlüssel. Den holen wir uns mal. Wohnzimmerschlüssel. Okay, wir können noch nichts weiter jetzt hier machen. Die Musik gefällt mir. Was ist jetzt hier? Hallo? Okay. Oh! Aber der Fernseher läuft noch. So geil. So, was steht denn hier? Was zum? Na, den würde ich nicht unbedingt anfassen. Okay, was ist das?
Was ist das? Am sichersten wir ist das Glas zu zerbrechen. Na du. Pinsel, okay. Wir haben Pinsel gefunden. Noch mehr Knöpfe. Oh. Ach nee. Ja, ein Sieb haben wir gefunden. So. Ein Sieb. Ja, du hast da rechts hast du noch ein Werkzeug? Nee, unten. Achso. Oh, nee, war hier. Zack. So funktioniert er nicht. Das sah jetzt gerade aus wie ein Gesicht. Oh, es ist ein Gesicht. Oh, ein Hammer. Okay, na dann, Hammer. Das meinte ich zwar nicht mit dem Werkzeug, aber so. Warum denn nicht, Benny? Weil ich das andere meinte, das da rechts. Taschentuch. Das da, ja. Ist das ein Schraubendreher? Ja. Ah, genau. Ich wette, dass der Schlüssel irgendwo in der Nähe ist. Ja. Oh, warte mal, was haben wir hier? Drei Schrauben müssen wir finden. Weil der Griff nicht richtig dran ist, weil ich sag mal. Ja, gut. Ja, das ist halt so die klassische Wimmelbild-Logik, ne? Ja, vor allem, die Flasche leuchtet hier noch hier. Da macht Glänzi Glänzi. Was? Ah, hier, pass auf. Ah! Ah! Ah, guckst du! Oh, guck mal, da sind die drei Schrauben drin. Ah! Ich wusste es. Ich wusste es. Es sind so viele Scherben, ich traue mich das nicht anzufassen. So, achso, erstmal festschrauben. Und hier ist die Key. Der und den Schlüssel benutzen wir for the lock. Und der ist Sand in Zeit. Und was noch? Lineal. Okay. Lineal. Guck mal, hier haben wir noch eine Latte. Damit, oh, eins von vier. Ja, weil man kommt ja auch in fremde Häuser, um zu sagen, ey, deine Treppe, die ist kaputt, ich repariere sie hier. Die repariere ich dir erstmal, wa? So, okay, hier können wir... Hier fehlen uns wahrscheinlich, die Uhrzeiger. Könnte sich ja mit einem dünnen Gegenstand öffnen. Wow! Patermesser. Du kleiner Ganove. Das hast du schon öfter mal gemacht, ne? Hier so... Eine Schränke sind. Aber das ist doch von Ghostbusters, oder? Was? Diese Ding, Ding. Oder? Hör mal hin. Die Melodie meinst du, oder was? Ja, die Melodie. Melodie? Nee, nicht anfassen. Bitte. Dem Anschein wohnt die Heilanstalt vor. Achso, dem Anschein wurde die Heilanstalt vor Jahren geschlossen. Aber wer beantwortet dann meine Briefe? Sie haben mir unzählige Einladungen geschickt. So, ihr Lieben. Also, wenn ihr der Meinung seid, dass das auch von Ghostbusters ist, was nur von Ghostbusters sein kann, schreibt es mir in die Kommentare. Was ist das hier? Auszeichnung wurde freigeschaltet. Der Sammler, Briefträger. Er arbeitete bei einem lokalen Unternehmen. Wenn man dort anruft, dann stellen sie die Post und gehen zu. Warum hat Heather mir den Brief als Eilpost geschickt und nicht einfach angerufen? Meine Telefonnummer steht doch im Telefonbuch. Sie hätte sie ganz einfach finden können. Wenn es wirklich dringend war und sie Probleme hatte, warum ist sie dann nicht selbst zu mir gekommen? Und wenn der Brief heute Abend versendet wurde, warum sieht dieser Ort aus, als wäre er schon seit Jahrzehnten verlassen? Ja, Fragen über Fragen. So, wie können wir denn jetzt, können wir den Hammer irgendwie rauskloppen? Oh, guck mal, wir haben eine Sicherung neu gefunden. Ich gehe mal davon aus, du musst wahrscheinlich erst den Strom abstellen, dann mit der Sicherung mit der neuen eventuell wieder einschalten. Wäre jetzt so eine Idee. Aber ich weiß nicht, wo du ihn abstellst. Aber konntest du gerade auf die Couch hin, weil du hast ein Cuttermesser. Oh, was? Jetzt gehst du mal die Couch zerschneiden, oder was? Ja, du, da war doch gerade, war da nicht gerade irgendwas mit... Da war doch gerade noch irgendwas, was... Ja. Ganz schön dreckig, auf keinen Fall in den letzten Jahren geliebt. Achso, schau. Ich hätte jetzt gedacht, nee. dass sich da irgendwas noch versteckt oder so. Dahinter oder da drunter oder da drinnen. Leider nicht. Wen mal in die Küche.
Oh, die Karte. Wir haben eine Karte. Auf der Karte kannst du deinen momentanen Standort sehen und schnell zu anderen Standorten reisen. Ah, okay, cool. Nice. Ah, okay. Alles klar, dann könnte man jetzt einfach sagen, hier, ich gehe jetzt hier hin und drück dann auf und dann ist man denn da, oder was? Ja, ach cool, schön. Das ist ja nicht schlecht, das kürzt ja ungemein ab. Oh, schön, Licht. Oh, schön, kein Licht. Oh, aber wenn wir jetzt keinen Strom mehr haben, dann dürften wir jetzt den Hammer aus dem Fernseher kriegen. Oh, Benny, du bist einfach ein cleveres Kerlchen. Oder auch nicht. Denn der läuft über Akku. Was ist das für eine Scheiße? Okay. Oh, schade. Dann gucken wir mal in die Sicherung rein. Oh, aber wir haben ja eine da. Ach, was ist das denn jetzt hier wieder? So ein Ein- und Ausschalter-Spiel? Kommt mir alles sehr bekannt vor. Die Sounds kommen mir alle sehr bekannt vor. So, es werde Licht. Und hier haben wir auch Latte Nummer 2. Ja. Oh, der Abi, guck mal bitte. Dark Falls Asylum. You are now being connected to the next available representative. Please hold. So sad you didn't come see us. I guess we'll have to come see you now. Das ist doch mal ein geiler Anrufbeantworterspruch. Geil. Das muss man sich mal merken. Gott. Oh wei. Oh! Achso, das sind ja wir. Also ich sag mal, wir sollten nicht die Schlösser... Da bewegt sich das. Da. Was? Die Klinke hat sich gerade noch bewegt. Die macht da mal so... Aber da kommt keiner durch. Die Flecken lassen mein Blut in den Adern gefrieren. Alter, ist der Breit hier vermüllt. Ein Bleistift, können wir den nehmen? Ja! Eine bizarre Truhe. Ein Arm scheint jedoch zu fehlen. Okay. Ich habe es gelesen. Nette Geschichte. Leider viel zu kurz. Kannst du den Zettel da aus dem Buch nehmen? Nee, schade. Okay. Da sind wir. Oh, Löffelchen ist hier schön besteckt. Oh nee, du kannst jetzt hier auch selbst bei solchen Spielen kannst du selbst alle Dinger öffnen? Ja, scheint so. Oh, ist ja mal. Oh, Gummihandschuhe. Gummihandschuhe sind sehr gut gegen Strom. Da unten. Brett Nummer 3. Brett. Oh, der Ofen? Brett the Hitman Hart. Was sagt jetzt hier? Also, du hast nur eine Schublade da oben? Die du noch nicht geöffnet hast? Nee. Die andere. Hattest du die andere schon geöffnet? Da war ich, bin ich da mal schon dran. Gewesen? Weil die so. Genau, weil die hat so geleuchtet. Da war ja. Und das Ponokelchen hier drin. Schon. Okay. Also ich denke bei der Musik verrostet. Ah, der Klassiker. Holy Heather. Das ist mein Name. Aber wer ist Dahlia? Messer? Oh, so eine Eierpackung irgendwie jahrzehntelang. Schön. Oh, jawohl. Oh, Schwarzlichtlampe, schön. Alter, ich dachte, das wäre jetzt hier so ein Jahrhundertei, was doch in Japan immer gerne gegessen wird oder so. Tausendjährige Eier? Ja, genau. Oh. Okay, hier müssten wir irgendwie die Spinnenweben wegmachen mit irgendwas. Und wir haben nichts. Aber tatsächlich, ich würde mal kurz das mit dem Hammer probieren, was du sagtest.
Das könnte vielversprechend sein. Benny, du Genie! Du bist ein Genie! Oh, schön, wir sind uns selbst. So, na dann. Schauen wir doch nochmal. Gehen wir nochmal in die Küche. Alter, ich hab keinen Plan mehr. Also, hast du nicht Bretter gefunden und wir sollten die wunderbare Trap reparieren? Ja, aber uns fehlt, fehlt uns noch ein Brett. Ein Brett fehlt uns noch. Na, wo ist er? Yes, nee. Ja, auch schon. Ein Brett. Was hatten wir denn noch mit dem Hammer vor? Mit dem Hammer hatten wir da auch noch irgendwas vor. Warte mal, hier müssen wir durchwischen oder sowas, wa? Wie geht's mit dem eben? Oh, warte mal, wir können doch mal probieren. Ah, schade. Hier, hör mal. Ja, na, warum zeigt er mir denn das Licht an? Eine bizarre Tour. Ein Arm scheint jedoch zu fehlen. Ja, das hat. Warum glänzt er hier? Wo geht's denn dahin? Oh Gott, hier geht's ja noch weiter. Da ist noch ein Brett. Hier ist ein Brett. Brett, the Hitman Hart. Wir haben the Brett. So, okay. Die Griffe fehlen. Natürlich fehlen die Griffe. Ja, ah, kannst wir haben du ein paar Nägel gefunden. Du fehlst mir sehr, Holly. Ein Bild von meiner Schwester und mir. Wenn sie immer an mich gedacht hat, warum hat sie mich denn nicht kontaktiert? Fragen über Fragen. Nichts. Das Schloss ist völlig verrostet und es lässt sich nicht bewegen. Hm. Ah, ja, ist das auch eher nicht der Fall. Schauen wir mal da. Oh. Und selbst der Abdruckknopf ist zugefroren. Sehr hilfreich. Das ist halt immer total geil in diesen Mümmelbildbildern. Irgendwie der Eimer steckt ja im Eis fest. Auch das ist klar. Ein vierstelliger Zahlencode. Hatten wir schon einen vierstelligen Zahlencode irgendwo gefunden, Benny? Nope. Nope. Okay. Und hier, lass mich raten. Verrostet und kaputt. Leider kann ich die Tür nicht eintreten. Wahrscheinlich brauchen wir hier einen Schraubenzieher. So, hier haben wir Blut. Da bin ich mir ganz sicher. Außer mir ist noch jemand anders in diesem Haus. Ich bin doch nicht verrückt. Gegenstände befinden sich an einer anderen Stelle, wenn ich einen Raum erneut betrete. Ich höre Schritte. Und gestern habe ich es im Flur gesehen. Ja, das ist ja schön. Ich weiß, dass ich jemand gesehen habe. Das ist wohl Blut. Vielleicht befindet sich etwas darin. Leider kann ich nichts erkennen. Ja, was? Muss man hier vielleicht mit Schwarzlicht arbeiten? Aber dann würde ja alles Blut leuchten, ne? Irgendwie bei Schwarzlicht? Ja, das würde ja, glaube ich, dann. Ja. CSI Miami? Ja, CSI Miami. Hier scheint ein Medaillon zu fehlen. Vielleicht kann ich die Tür öffnen, wenn ich es finde. Ja. Na, dann würde ich mal probieren, die Treppe zu reparieren. Na, ist ja notdürftig, aber es dürfte halten. Ich kann weitergehen. Ich könnte versuchen, dort lang zu laufen, aber ich möchte nicht herunterfallen und mir die Beine brechen. Hä? Willst du mich verarschen? Warte mal. Da, hör mal, einen alten Zimmermann wie mir, lo. Mach's doch nicht vor. Genau. So einen alten Amisch. So, schön, was haben wir denn hier? Oh, ein weiteres Medaillon. Und ein Foto. Ich erinnere mich an dieses Bild. Großvater hat es aufgenommen. Moment mal. In dem Haus kann niemand anders gewesen sein, aber wer steht da am Fenster? Mutter schloss die Tür zum zweiten Stock immer ab. Wir durften nicht nach oben gehen. Tja. Haben wir vielleicht einen vierten... oder einen dritten Zwilling, besser gesagt. Was ist das? Ich glaube, sie war nicht sicher,
vor was sie sich schützen wollte, denn die Amulette sind alle sehr vielseitig. Ja, okay. Na gut. Finden wir ansonsten noch irgendwas? Nein, das... Warum hat meine Schwester so viele Bücher über das Übernatürliche und die Dämonologie? Tja. Oho. Tja, das ist jetzt wenig erwartend nicht aufgegangen. Was haben wir denn hier unten? Was ist denn das hier? Achso, ist, nein. Ah, können wir hier vielleicht, Nö. Nö. Ja. Hurra, eine Taschenlampe. Oh, was ist eine Krähe? Achso, kannst du jetzt die Taschenlampe mit dem Schwarzlicht zusammen... Combination? Oh, das wäre ja... Nee, leider Schade. Nicht. Schade. Aber wäre schön gewesen. Schöne Idee, Benny. Du alter... Hoteltester. Hoteltester? Warum hat meine Schwester ja? Warum? Warum? Und warum? Ja. Ja. Ich brauche die richtige Kombination, um die Schublade zu öffnen. Ah! Oh, das sehe ich. Und das Haus sieht verlassen aus, aber warum sind noch alle Lichter an? Und das fällt ihm ein, wenn er hier oben auf... Was ist denn das für ein Quatsch? Dachte, da oben findet er jetzt irgendwas Schönes? Nee? Sind wir denn überhaupt jetzt hochgegangen? Also sind wir jetzt in der oberen Etage? Wir sind in der ersten Etage jetzt. Okay. Na, was haben wir da? Oh, oh, hör mal, hör mal. Komm her, du. Zack und... Zack und jetzt werden wir die Scheiße hier mal drehen, du. Musst du auf die Pfeile drücken? Okay, alles klar. Ach, das ist ja fies. Das ist ja, das ist ja fies. Warte mal. Nee? Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, der unten hat gleich gepasst. Die beiden würde ich wahrscheinlich nochmal tauschen. Meinst du? Ja, Benni, du. Alter, Wimmelbildprofi, du. So, und wir haben eine Autobatterie gefunden. Wow. Sind das denn Scheiß, Alter? Brauchen wir die für irgendeinen Generator oder irgendwas? War da nicht was? Oh, eine Zange. Eine Zange. Ich brauche einen Schraubenschlüssel, um sie zu entfernen. Warum muss man was? Wie? Was? Was? Wer willst du denn entfernen? Wahrscheinlich die Gitter. Okay. Ja. Oh, da ist eine. Genau. Die junge Holly. Ich war 11, als Mutter starb. Heather hat mir erzählt, dass ich sie gefunden hatte, aber daran kann ich mich nicht erinnern. Danach war alles nur noch sehr seltsam. Nichts war mehr, wie es einmal war. Ich versuchte alles zu reparieren, unser Haus und auch unser Leben. Ich wollte alles wieder zum Guten wenden, doch die Tür zu ihrem Zimmer blieb verschlossen. Unsere Großeltern stritten wesentlich mehr. Kurz darauf zog Großvater in seinen Schuppen und starb dann ganz allein darin. Dann wurde Großmutter krank und wir mussten in ein Internat gehen. Sie schoben sich gegenseitig die Schuld an Mutters Tod zu. Und was hat das gebracht? Als meine Großmutter starb, habe ich mir mein eigenes Leben aufgebaut. Eieiei. So, kann ich jetzt diese Zange nehmen? Und hier immer... Nee, mach da nicht.
Da ist doch was, ja. Aber kannst du hier nicht einfach... Nee. Brauchen wir anscheinend eine Heckenschere für? Etwas blockiert die Tür. Tja, Benni, was haben wir? Wir haben eine Batterie, wir haben eine Taschenlampe und wir haben eine Zange. Ja. Mach mal was draus, MacGyver. Genau, gehen wir nochmal kurz ins Wo-Wo-Wo-Zimmer. Haben wir hier nicht noch irgendwas mit der Uhr oder irgendwas mit dem Aquarium? Ne? Achso, genau. Und der Schraubenzieher. Da ist noch ein Schraubenzieher drin. Ein Schraubenzieher, sag ich schon. Das, genau. Ein Engländer. Da ist ein Schraubenschlüssel drin. Mussten wir noch was mit dem Aquarium machen? Aquarium? Nee, bei dem Aquarium war ja quasi das Wimmelbild schon gelöst. Ja. Wir könnten vielleicht nochmal irgendwie zurück in den Flur oder irgendwas hier vorne waren. Ja, vielleicht noch hier, was hier oben nochmal? Ach hier, guck mal hier. Bäm, bababum. Haha! Ah! Oh, Cash, Money, Money, Cash. Mit einem Dollar kann man sich heutzutage nicht einmal mehr einen Kaffee kaufen. Das ist wohl wahr, das ist wohl wahr. Nutzlos, ein Schwamm. Hurra, jetzt können wir sauber machen. Ach so. Ich dachte schon, dass ich hier etwas Besseres finden würde. Für die Küche. Exactly. So, Kühlschrank, ne? Oder? Ja, wo oben die... So, jetzt hier mal... Ach nee, warte mal, trocken. Warte mal, kannst du die nach unten? Was ist denn da? Hä, da leuchtet doch. Achso, nee, ist nur das Lämpchen, oder was? Da in der Ecke. Von unten, vom Kühlschrank. Ja, das ist doch... Okay, mit dem Bleistift hier mal durchwischen. Nein. Oder brauchst du Wasser, weil da steht trockener Schwamm. Dann wird es wahrscheinlich, genau, you know, das wird sein. Wir werden den Schwamm erstmal nass machen müssen. Hier könnte ich etwas befeuchten. Na, dann befeuchte doch mal den Schwamm. Sehr gut. Jetzt wische mal... Nee, macht er nicht. Okay, aber was können wir jetzt mit dem Schwamm machen? Wir können jetzt irgendwas freiwischen. Entweder abdütteln... Ah, hier, the blood vielleicht. The blood on the floor. Oh, das ist natürlich eine Idee. Nee. Nee. Wir hatten noch am Wohnzimmer an der Wand stand noch was mit einer Schrift. Da stand noch was mit einer Schrift? Ja, an der Wand. Da hatte jemand was an die Wand gekriegelt. Da links über dem Fernseher. What da? Ja. Kannst du da irgendwie mit dem Schwamm? Nope. Nee. Okay. Nope. Was ist noch dreckig und was muss neu gewischt werden? Wo kann ich denn hier nochmal was sauber machen? So, hier. Ach, guck mal hier. Ah, Schakalaka. Na, nicht nur das, sondern auch das Schwarzlicht. Genau. Nice. Ach, und hier ist der Code. Ja, warte mal. Notiere. Ja, notiere. Vor allen Dingen notiere. Ich mach davon Notiere, Notar. Und schreibe es auf, Schreiberling. Ich weiß hier so ein Screenie davon, so bums die rums, hab ich. Nice, und wart jetzt das Einzige? Ich hoffe. Das war oben, wa? Ja. On the first floor. On the first. Weil, ja, hier, ne? Da. Okay, jetzt. Das ist ja Quatsch. Also, wozu habe ich jetzt ein Foto gemacht? Alter. Ja, das hat sich jetzt schon in totale Umstände gezwungen, wa? Ja. Oh, wir müssen wimmeln. Wir müssen wimmeln, Benni. Müssen wir? Wir müssen wimmeln. Was ist denn wimmeln? Trial and Error? Nee, wir müssen jetzt kleine Sachen sammeln, die wir innerhalb dieses Bildes quasi mit anderen Sachen interagieren, um nachher irgendetwas Bestimmtes zu bekommen. Oh, jetzt hat er halt Batzen zugemacht hier. Also wir haben jetzt gerade eine Nagelfeile bekommen. Okay.
überlege, was wir mit der Nagelfeile jetzt hier machen. Schloss knacken. Schloss knacken, klasse. Schloss knacken. Nee, hier ist noch was. Also, hier. Ja, noch ein Brief. Da machen wir mit der Nagelfeile vielleicht mal einen Brief auf. Das geht nicht. Schade. Was gibt's denn hier noch Schönes? Fledermaus töten damit. Nein, böse. Da böse. Links ist noch was, genau. Eine sichere Oberfläche, um etwas zu verbrennen. Da könnte ja der Briefumschlag gemeint sein, dass man den verbrennen könnte, oder? Die Glocken fehlen. Aha. So, der Brief wurde abgelegt. Der Griff fehlt vielleicht. Kann ich es irgendwie öffnen? Ah, vielleicht mit dem... Wobei, macht doch gar keinen Sinn, oder? Okay. Gewicht. Ja, packen wir halt die Gewicht mal auf die Waage. Ah, da gibt es jetzt Streichhölzer. Streichhölzer? Das darf man gerade. Oh, mit Bienen. Wie schön. Aha, und wir haben einen Schlüssel. Okay. Die wir aber, glaube ich, so nicht anfassen können. Dann musst du wahrscheinlich mit oder? Wasser vielleicht oder mit dem... Nicht Wasser. Kannst du nicht die Flasche aufnehmen daneben? Ich brauche einen Flaschenöffner. Aha. So, okay, wo... Vielleicht... Da nehmen wir den. Oh, plump. Flump. Oh. Nice. So, we got a key. With a key, we use it in a keyhole. And we find a Strick zum Erhängen. Super. der Griff. Okay. Ach, die Glocken. Ja, für oben, für die Uhr. Okay, wir haben eine Schere. Mit dieser Schere zerschneiden wir was? Ein Stück, ist das sauer. Ach, Leute. So, hanebüchene Scheiße hier, ey. So, das könnte nützlich sein. Das, der ganze Eiertanz bitte Seil. Okay. Was machen wir mit dem Seil jetzt, bitte? Mit dem Seil können wir jetzt nach oben klettern. Da müssen wir jetzt ein Gewicht dran bringen. Nach oben? Ja, gehen wir nochmal zurück. Der Mond ist heute Nacht wirklich sehr groß. Da, nach oben. Hier. Ja, yeah, da ganz bestimmt mit irgendeinem, also brauchst du wahrscheinlich noch ein paar Sachen eigentlich, sowas wie, weiß ich nicht, Gewicht, Gegengewicht, was so. Du nach oben werfen kannst und so ein Kram. Okay, gerade nochmal so geglänzt. So, wir haben immer noch den nassen Schwamm. Ja. Was zur Hölle? Was zur Hölle machen wir mit dem nassen Schwamm? Oh, warte mal, hier, guck mal. Hier ist eine Aktion, das ist natürlich sehr vorteilhaft. Wenn uns hier ständig angezeigt wird, siehst du das? Mhm, das Ausrufezeichen. Ja. Genau. Ja. Dann probieren wir mal hier erstmal unser Glück. Mal, mal sauber machen oder was? Mach mal da den Lichtschalter, weil den Lichtschalter, der glänzt, der rechts. Der glänzt? Der macht ab und zu mal... Heute hat nie ausschalten, okay. Muss er nicht ausschalten. Okay, warum können wir hier noch einen Platz? Brauche ich nicht. Warte mal, hier war doch... Wir haben das Seil. Und jetzt haben wir einen Besen. Damit machen wir die Spinnenweben weg. Ha! Pass auf! Ah, okay. Okay. Einmal durchfeulen, bitte. Der Schraubenzieher. Da ist er. Der Schraubenzieher. Schön, schön, schön. Und damit gehen wir jetzt mal hoch. Damit gehen wir jetzt mal hoch. Und gucken uns mal hier das Gitter an. Scheint nicht zu funktionieren. Oh, ein Schraubenschlüssel. Ach, okay, alles klar. Ach, da brauchst du das Ding aus der Uhr. Richtig. Dann ab in El Wohnzimmer. Was? Ja, ist ein Schlitzer. Ist kein Kreuz. Ach.
Okay, wir haben hier noch zwei Sachen, wo wir was machen können. Ach, hier unten an der Tür war doch mit Schrauben Zero bei dem Schloss. Ja, yeah, nice, stimmt. Penny, super. Ja, hab mir mal was gemerkt. Klick. And the door is open. Hier ist noch ein Puzzle. Und ah, guck mal, wir haben ja schon. Ah, wir haben ja noch dieses eine Puzzleteil, stimmt. Das Fragment. So, ne? Und erstmal. Du kennst. Ach du Scheiße. Ist natürlich fies dadurch, dass die Kanten hoch alle unten abgerissen sind. Das ist ja immerhin. Na gut, aber in der Ecke hätten wir schon mal da unten. Genau. Das ist schon mal, das ist schon mal gut. So, dann nehmen wir das hier mal so, alles so ein bisschen mal weg. Na, dann musst du wahrscheinlich das oben Ding da nehmen, das Große. Oder das? Also aber du hast richtig, das eine. Das ist ja, was du gerade hattest. Also, das und das andere kommt links in die Ecke. So. So. Doch, ja. So. Ja. Nicer. So, was ist das für ein Märchen? Schneeflittchen. Also, oh, schön. So. Und? Babam. Biggidi-Buggidi-Boo. Biggidi-Buggidi-Boo. Oh, guck mal hier. Heckenschere. Und was jetzt? Was soll das? Warum haben wir das jetzt gemacht? Wo ist das? Was ist das für ein Quatsch? Was? Was? Warum haben wir jetzt das? Was ist das hier? Brennspiritus? Feuerzeugbenzin. Warum haben wir jetzt... Warum? Ja, ich verstehe gerade ohne so richtig irgendwie, warum man jetzt immer noch weiter irgendwas wegräumen kann. Aber gut, okay. Mit dem Bild habe ich jetzt nicht verstanden. Was hat uns jetzt gebracht, diese zu lösen? Irgendwie? Keine Ahnung. Baby. Oh, ein Brunnen. Vielleicht können wir bei dem Brunnen nochmal feucht durch... feucht durchwischen. So, ich hatte fast vergessen, wo ich bin. Die Bäume, die sich im Wind hin und her bewegen, haben eine hypnotisierende Wirkung auf mich. Ich frage mich, wie Menschen so sorglos leben können und ihr Leben genießen. Ich möchte wissen, wie Holly lebt. Ein Fernglas, Ein Eimer wäre sehr nützlich. Okay. Gut. Dann können wir hier mit dem Fernglas schauen. Oh, warte mal, hier ist immer noch irgendwas zu tun. Ja, für den Eimer, oder? Naja, das heißt, dass du jetzt was machen kannst hier, glaube ich. Bin ich der Meinung? Okay. Oder? Wie? Ne? Meinst du nicht? Ich weiß nicht, weil wir haben ja immer noch die ganze Zeit auch das Ausrufezeichen mittig, quasi. Mittig links. Mittig. Ja, mittig links. Geh mal ganz kurz hier, weil hier wird man die Heckenschere mal kurz ansetzen. Okay. Ach, damit du da unten das Ding nach Fry räumst. Ja, meine Kurbel oder irgendwas. Die brauchen wir wahrscheinlich ebenfalls für... Achso, wir sind noch nicht fertig. Verstehe. Für den Brunnen. Für den Brunnen. That's right. That's right, my friend. So. Und dann gehen wir mal hier und benutzen hier mal das Fernglas mit das da. Ja, The Ring. Sieh schon wieder, warum folgt mir jemand auf Schritt und Tritt? Und hier haben wir eine Uhrzeit. Wir haben... quasi 7:45 Uhr.
Ich hätte eher gehofft, dass wir den Zeiger da irgendwie mitnehmen können, aber dafür sind wir bestimmt zu weit weg. Oder 6:45 Uhr, ja, wa? 6:45 Uhr ist er eher. Ja. Naja, wir beobachten das ja mit dem Fernglas, also so weit können wir wahrscheinlich nicht rabbeln. Das wird nicht gehen. So, dann gehen wir mal nochmal hier hin. Und... das wird ja nur nichts bringen hier. Können wir denn hier mit dem... Nee, kommen wir auch nicht. Feuerzeugbenzin wäre ja Quatsch. Nee. Hier kann nichts machen. Schwamm vielleicht wegen dem Dings? Wegen dem Fenster? Jawohl! Endlich! Der Schwamm! Und wir haben 17:23. Diese Zeichnung kommt mir bekannt vor und auf ihr befindet sich eine Zahlenkombination. Sie ist sicherlich wichtig. 17:23. Schwupp. Okay. Die Null gibt's nicht. Mensch, oh, was haben wir hier? Der Uhrzeiger, schau mal. Und ein Staubsauger. Und wir haben noch den Schraubenzieher. Da schauen wir nochmal gleich, was wir vielleicht im Beutel finden. Natürlich müssen wir alle vier Schrauben aufschrauben. Was für ein... Damit sich das Spiel ja zieht. Seien Sie auch nächstes Mal in der nächsten Folge mit dabei, wenn wir einfach nur einen Staubsauger aufschrauben. Pferdekutsche. Aha. Pferdekutsche. Eine Pferdekutsche. Na, dann gehen wir mal kurz ins Wohnzimmer. Aber wir können tatsächlich noch nichts machen, weil wir das Ding noch nicht aufschrauben können. Und wir können nur beim Brunnen jetzt was machen. Aber uns fehlt doch ein Eimer. Ja, also wir können jetzt beim Brunnen, kannst du jetzt die Kordel anbringen? Also hier die, ne, Kurbel? Kordel. Nicht weiter oben oder so? Ja, es macht mehr Sinn, wenn ein Eimer dran wäre. Das ist richtig. Nee, tatsächlich ist hier... Was heißt denn eigentlich der Stern? Favorit. Aktueller Standort. Achso, okay. Aktueller Standort. Wenn man lesen kann, ist klar, Vorteil. Ich hätte jetzt gedacht, das ist der Favorite. Ja, genau. Tja, was können wir denn hier noch machen? Irgendwas ist hier anscheinend noch zu finden. Der Vollmond sieht irgendwie bedrohlich aus. Fernglas? Hast du das noch? Nee, leider nicht. Vielleicht können wir die Taschenlampe... Nee. Pferdekutsche, was sollen wir jetzt hier mal machen? Schon wieder. Da war noch jemand. Okay. Aber die Taschenlampe kannst du nicht da irgendwie in die Richtung schmeißen oder sowas. So einfach in die Büsche schmissen, so. Über Ace Ventura, so ist. Einfach. Verrecke! Tja, ich, nein. Es gibt ja sicherlich einen Schlüssel dafür. So, pass auf, wir könnten jetzt quasi diese Puppe aktivieren und die würde uns einen Tipp geben. Okay. Wollen wir mal machen? Na, probier mal. Wow. Okay, wir müssen also zurück. Viel zu dunkel. Okay, jetzt brauchst du die Taschenlampe. Okay. Wow. Dein Ernst? Heathers Lieblingsring. Allerdings schickt er fest, ich bräuchte etwas, um es herauszuziehen. Nee? Ja, wirklich? Nee, wohl nicht. Wir haben das schon, um das Ding rauszuziehen. Wir hatten schon... Oh, was ist das hier? Der Uhren. Ah, der Uhrenschlüssel. Der Uhrensohn. Wie, jetzt kannst du da... Wie? Jetzt kannst du wieder zurück zum Wohnzimmer und dann... Achso, okay. Schnurps? Schnurps. So. Exacto mundo. Und wir haben den Schraubenschlüssel gefunden, Benny. Daraufhin können wir mal schnell hier hoch. Oh, warte, ja. Wir hätten so ja noch was in dem Raum machen können. Ja. Und wozu brauchen wir jetzt ein Gitter?
Es sieht dahinter ja auch aus wie die Küche oder ein Badezimmer oder irgendwas anderes. Das ist der Raum, war, der neben uns ist, der zu ist. Hier wartet ein weiteres Wimmelbild auf uns. Oh, Feuerzeug, sehr schön. Das ist voll. So, hier haben wir, es fehlt die Pferdekutsche. Was? So, jetzt... Okay. Wahrscheinlich irgendeine Geschichte, der Mond stand dreiviertel hoch oder und sowas. Ja, du musst wahrscheinlich das Bild, was wir vorhin zusammengefügt haben, musst du jetzt irgendwie hier komplementieren. Das heißt, der Mond stand ein bisschen höher und die Dings war so ein bisschen mittig. Die Kutsche. Was? Weiß nicht, war die so weit vorne? Die war schon richtig. Hm? Ich hätte jetzt so gesagt, so, ja, so. Da habe ich keine Idee, was die Sterne sein sollen. Haben wir die Zeichnung denn da oder was? Oder? Weiß ich nicht. Oh, doch, guck mal, haben wir. Ja, guck mal. Also, ja, also mittig, ganz oben, eins tiefer, ganz oben. Mittig, eins tiefer. Ganz oben. Ganz oben, oder? Der zweite. Nee, das, der war tiefer und der war ganz oben. Und scheinbar hat der Mond noch nicht angehauen. Aber die Pferdekutsche anscheinend auch noch nicht. Und scheinbar muss die Pferdekutsche doch mal ins... Ja, ach. Okay, perfekt. So, und wir haben ein Pentagramm. Sternmedaillon. Es versteckt sich nicht mehr. Es stand in der Ecke des Wohnzimmers und beobachtete mich. Ich wagte es nicht, das Licht einzuschalten. Und ging nach oben, doch es ist mir gefolgt. Die Bretter hinter mir knackten, aber ich konnte mich nicht umdrehen. So, okay, dann gucken wir noch mal kurz, was da... Ach, geht, Alter, ist das eklig. Streichhölzer haben wir. Was können wir uns noch grabbeln? Da unten rechts, den Magneten. Der Magnet. Das können wir hier, haben wir ein Flach... Was ist das? Ist so dunkel, etwas zu erkennen. Ja, das ist auch überhaupt nicht grenzwertig, in einem Schrank eine Kerze anzuzünden. Liebe Kinder, don't try this at home. Vor allen Dingen nicht bei diesen Sachen, die da rumstehen. Ja, ne? Wir haben noch ein bisschen abgewichste Klebeband gefunden. Wunderbar. Oh, warte mal, da war noch was. Ach so, okay, verstehe. Okay. Das hätten wir repariert. Da ist der Wasserhahn. Beziehungsweise ein Wasserhahn. Spachtel können wir nehmen. Können wir mit dem Spachtel hier die... Den Öl-Wumse da wegmachen? Ein Stöpsel. Wunderbar. Was? Mann! Ich kann das Waschbecken erfüllen. Was? Erfüllen? Achso, du musst den Stöpsel da reindrücken. Ja. Dann ist es eigentlich zum Überlauf. Okay, noch nicht. So, aber was ist jetzt, Ziel der Sache. Sollen wir uns hier ein bisschen rasieren oder was sollen wir machen? Da war gerade noch was bei den Nägeln. Ein bisschen weiter runter? Bei den Nägeln hier. Ja, da. Vielleicht Teil durchschneiden. Vielleicht die Magneten nutzen, keine Ahnung. Vielleicht auch die Kelle nehmen. Oh no. Hier, die Seife. Hier ist ein. Vielleicht sollten wir ein bisschen Seife abtrennen? Ja. Boah, also so fest gegrintet, ey, dass du den Spachtel brauchst. Schön, Seife rennt ins Wasser. Dann auf die Finger, auf das Ding da. Was ich angle nicht mit bloßen Händen eine Klinge. Na gut, okay, alles klar. Wir brauchen also eine Rasierklinge. Wer packt da bitte in die Seife eine Rasierklinge? Das ist Wimmelbildlogik. Okay. Dies könnte nutzen, eine Pinzette. Damit können wir das Dings rausholen. Aus dem Stein. Oh, ist das schön. Oh Gott.
Killer! Er lädt, er lädt. Wie er lädt. Ist definitiv kaputt. Ja, er zeigt mir noch hier so ein Rädchen, wenn ich hier drauf zeige. Ja. Vielleicht kann ich mit Hilfe der Gebrauchsanweisung reparieren. Vielleicht kann ich irgendwo eine Gebrauchsanweisung. Ja. Ja, okay. Wozu brauchst du einen Föhn in der Situation? Hallo? Das ist halt wichtig. Entschuldigung mal bitte. Ich meine, guck mich an, ich brauche keinen Föhn. Steve sieht anders aus. Ja, ich brauche einen Kamm. Meine Schwester hat sich verbarrikadiert. Leider hat das nicht geholfen. Ja. So, hier ist eine Puppe. Ich eine Puppe. Toll. Junge Heather, meine kleine Schwester Heather. Mir wurde immer berichtet, dass Zwillinge eine spezielle Verbindung zueinander haben, aber ich war schon immer anders. Heather war sehr extrovertiert und wollte neue Erfahrungen sammeln. Sie hat sich immer gegen Autoritätspersonen gestellt. Es war ihre Idee, nach oben zu schleichen. Ich weiß nicht, ob es ihr Abenteuerdrang war oder sie unsere Mutter herausfordern wollte. Sie mochte es, dass es unserer Mutter nicht gefiel. Ja, wo waren wir? Wenn sie bei den Laudius war. Laudius? Aber deren Haus war wirklich einzigartig. Sie zog so früh, wie sie konnte, von zu Hause aus und in die Stadt und kam nur selten, sehr selten zu Besuch. Dann kam ihre Besessenheit in Bezug auf Mutters Tod und eine Verschwörung. Das letzte Mal, als ich Hertha sah, beschimpfte sie mich als Verräterin, da ich ihr nicht geholfen hatte. Ich bin noch nicht diejenige gewesen, die das Haus und unsere Großmutter verlassen hat. Ich habe einen guten Job und einen wundervollen Freund gefunden. All das hätte sie auch erreichen können. Ja. Okay. Das ist aber eine tolle Puppe. Das sieht aber schön aus. Ich will in das Schlafzimmer eindringen. Ich sah, wie sich der Griff bewegte. Ich traute mich nicht mehr raus. Hilfe, bitte. Hilf mir noch jemand. Litt sie etwa unter Wahnvorstellung? Ja, definitiv. So, hier können wir also jetzt irgendetwas machen. Und... Was für ein kranker Shit ist. Dann können wir mit der Pinzette vielleicht hier irgendwie... Nee. Feuerzeug, vielleicht müssten wir den Kopf abschneiden. Das klingt jetzt sehr drastisch. Vielleicht sollten wir hier die Nähte öffnen. Weißt du, dass da so ein Messer, Schere, sonstiges gibt? Hier, vielleicht finden wir ein Skalpell oder irgendein Schmonz. Okay. So, wir hätten jetzt den Tresorschlüssel. Wir haben den Fleckenentferner, eine Pinzette, ein Sternmedaillon, ein Feuerzeug und einen Bleistift. Und es ist jetzt vielleicht nicht verwunderlich, aber es liegt... Ein kleines Zeitfenster zwischen der letzten Folge und dieser Folge. Auch wenn Benny das jetzt vielleicht frech zusammengeschnitten hat, müssen wir kurz überlegen, wo konnten wir jetzt nochmal das Sternsymbol einsetzen? Benny, hast du eine Ahnung? Oh, nee, aber hatten wir das am Brunnen? War da was gewesen? Irgendwo? Na, beim Brunnen hatten wir, hier hatten wir die Taschenlampe, genau. Ah, hier. Pinzette. Mit der Pinzette, was ist das? Ein Ring ist das. Wir haben einen Ring gefunden. Was ist das hier für ein Klumpatsch hier? So, die Taschenlampe ist jetzt tot, nutzlos, solange ich keine neuen Batterien finde. Wir brauchen also neue Batterien. Das ist ja super. Mom! Das macht keinen Sinn. Ja, hier kommen wir erstmal noch nicht weiter. Warte mal. War das hier, Benny? Kann das sein? Was denn? Das mit dem Sternsymbol. Ach, mit der, dass es in einer anderen Tür da ist, meinst du, wo wir was einsetzen mussten? War das mit hier? War das da? Ich gehe jetzt mal rein. Vielleicht am Staubsauger? Nee. Ach ja, okay. Hier musste mal. Aber hier fahren wir jetzt natürlich auch Feuerzeug. Nichts. Meinst du, Feuerzeug ist ein bisschen heftig, oder? Ich gehe davon aus, dass wir hier... Würde nicht helfen, das würde tagelang dauern. Tja. Ja, aber hier steht ja irgendwie... Entfrosten. Genau. Aber jetzt das hier mit dem Feuerzeug, das ist auch... Ja, oder haben wir was ist die Sprühflasche? Ein Fleckenentferner. Okay.
Warte mal, da hatten wir doch hier, ne? Das war doch... Wie kommen wir denn hier weg? Hier. Hier hatten wir doch... Momente mal. Ein menschlicher Zahn. Was sollen wir denn damit? Ein menschlicher Zahn, Benny. Wir haben einen menschlichen Zahn gefunden. Das ist wirklich... Das ist ekelhaft. Draußen konnten wir nichts mehr machen. Genau, hier konnten wir noch die Kissen hin und her wälzen. Ja. Wir sind jetzt quasi hier, genau. Dann gehen wir mal hier kurz hin. Und verdammte Axt, das ist doch wirklich nicht wahr irgendwie. So, hier brauchten wir ein bisschen Öl, ne? Jetzt ist auch der Fleckenentferner weg. Möchte ich nicht beschädigen, okay. Gehen wir nochmal kurz zurück. Die Griffe fehlen. Und links ist eine Tür, die hat nämlich auch geblinkt, genau. Oh, Benny, du alter Fuchs, du hast natürlich intuitiv wieder gefunden, das Ding. So. Turn around. Hä? Was denn? Ach so, wie? Nee, oder? Oh, wir haben den Kerzenraum gefunden. Oh, hier ist ein Messer. Werfen wir mal einen Blick hier hin. Hey. Soll ich das mal rausziehen, Benny? Zieh das mal raus. Sie versteht mich. Sie wird mir helfen, Rache zu nehmen. Bevor ich sie fand, war ich so allein. Tja. Oh, oh, oh. Hoppala. Hoppala. Was denn? Entschuldigung, bitte. Was hat das zu bedeuten? Heather, es tut mir wirklich leid, dass du das alles alleine durchstehen musstest. Ja, ist immer so eine Sache, wa? Bei Zwillingen steckt so fest darin, dass es sich keinen Millimeter bewegen lässt. Schade, denn es ist ein wirklich schöner Dolch. Tja. Wie kriegen wir das denn? Ja, ich überlege auch gerade, wie wir das da irgendwas ablegen müssen. Also müssen wir die Symbole irgendwie befüttern? Wer kennt's denn nicht, ja? In solchen mystischen Schriften. Der Kamm. Ach, großartig, großartig. Oh, oh, ja, mal, vielleicht, ja, lass uns doch hier ein paar Messer nehmen, vielleicht. Oh, hier ist ein Schlüssel, Benny. Oh. An einigen Messern hängt ein Schlüssel. Ach so, mehrere Schlüssel so, ja. Ich muss die Messer ja, stimmt. Echt jetzt? Sie muss die Messer, ja, dann... Okay. Zieh die doch raus? Ja, ja, ich kann die Messer nicht herausziehen. Ach so, ich kann die Messer nicht herausziehen, okay. Aber warum? Wieso? Müssen wir erst hier irgend so ein bizarres Ritual machen irgendwie, damit sich die Messer... Wie die Geisterhand selbst aus der Wand ziehen? So, hier haben wir... Können wir hier noch irgendwas machen? Jawohl. Jawollo. Okay. Jawollo, oh, was ist das? Was ist das? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ein... Oh, nicht ehrlich gesagt. ein Kleeblatt-Emblem. Können wir vielleicht die anderen auch noch anzünden? Bringt der dort? Nee. Das Ding war dadurch, dass man damit auch ja nicht interagieren konnte mit der Kerze. War das jetzt eigentlich wirklich nur ein totaler Glücksgriff gerade? Der Vorhang geht auf jeden Fall noch. Ah, was ist das? Ein Dosenöffner. Der Dosenöffner, okay. Ein Dosenöffner gefunden, Benny. Hm. Ein Dosenöffner. What can we do with the Dosenöffner? What can we do with the Dosenöffner? Können wir damit das Eis abpickeln? Das wäre aber wär Quatsch. Nee, es würde ja keinen Sinn machen. Haben wir denn... Hier, Bizarre-Tour, fehlt noch etwas. Das haben wir auch nicht, wa? Nee, der Arm, da fehlt ja diese Verlängerung noch. Das ja, Teil von der Unterarm. Okay, ein Blick auf die Karte wird uns vielleicht etwas weiterhelfen. Wir können ja mal einen Blick ins Wohnzimmer nochmal werfen, wa? Ja. Okay, die Uhr blinkt. Oh, ah! Oh! Oh! Warte mal, bevor ich das mache. Ja. Schnapp ich mir mal den. Eins von sieben. Ah. Und ich hab eine Hake gefunden. Was zur Hölle? Was soll man denn damit? Gartenarbeit. Ja, ich kann jetzt nicht wirklich sagen, ja, dafür brauchen wir jetzt eine Hake. Leute, habt ihr Ahnung, wofür wir jetzt eine Hake brauchen? Haut's in die Kommentare, bitte. Ja. Wollen wir mal den ersten Stock hoch? Hier war ja der Safe, der ist noch zu. Ach, da hast du aber den Tresorschlüssel bekommen. Dafür haben wir den Tresorschlüssel. Oh, der zweite.
Notiz, oder? Und eine Notiz. Erlädt. Erlädt. Auf der fehlenden Seite stand etwas geschrieben. Ich kann die Umrisse noch erkennen. Wenn ich einen Bleistift hätte, den wir haben, dann könnte ich es wieder sichtbar machen. Das ist ja großartig. Das machen wir doch. Oh, echt. Warte mal. Warte mal. Ja? Warte mal. Nein. Ah, nein. Mach mal nicht. Mach mal nicht. So, was ist denn das? Ach so. Ach, guck mal, das ist die Figur auf der Schatulle gewesen, war das gerade. Ach, müssen wir die in diese Position bringen? Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Okay. Hier gibt es im Moment nichts zu tun. Okay, Küche könnten wir. Wir könnten nochmal in das Bett mit der Dame. Hier in den Opferraum können wir noch. Und guck mal, hier jetzt. Kannst du mit dem, ja, ganz blöde Idee, mit dem Flaschenöffner die Puppe da mit dem Kopf und so abtrennen? Oh. Also, ist zwar blöd, aber... Ist ja mal ein fieser Vorschlag. Oh. Wo willst du denn da überhaupt hin? Oh, wie die 40, hör mal! Na, hör mal! Anti-Rost-Spray, guck das mal! Anti-Rost-Spray. Aber wir probieren das mal. Also, nehmen also den Dosenöffner, ja, das ist dein Vorschlag. Und wir trennen quasi hier... Das verwundert mich nicht. Das verwundert mich jetzt nicht. Setz ihm doch einfach noch einen Zahn zusätzlich ins Gebiss ein. Ich glaube, das ist eine Sie. Denn setz ihr doch einen Zahn ein. Hier. Achso, ein Ring. Oh, schön. Okay, also dann würde ich mal sagen, dann... Wir waren, wo war das jetzt hier mit dem Rost? Wo zur Hölle war das mit dem Rost? So, oh, was war denn hier? Oh, echt jetzt? Nein, lass mich raten. Hierfür habe ich jetzt die Hake gebraucht. Oh, oh nein. Alles da müssen die mega geile Wimmelbildlogik. So, du kannst ja glaubt nicht einfach so wegmachen mit den Händen. Nein. Ach, guck mal. Der Puppekinnarm hier. Der Puppekinnarm. Dafür brauchst du die Harke. Das ist einfach, das ist großartig. Aber irgendwie mag ich dir doch an Wimmelbildern. Weil das halt einfach so ein Hauch lächerlich hoch ist. So. Okay. Hallo. Hallo, Ibims. So. So muss er aussehen. Ja. Okay. So muss sie aussehen. Dann machen wir das mal. Oh Gott. Hallo. So, ist der richtige Winkel? Ja, sieht gut aus. Würde sagen, ja, wa? Sieht eigentlich ganz gut aus. Nee. Na, die Handfläche musst du noch einmal drehen. Sehe ich gerade, die zeigt nach unten. Die Handfläche muss wieder nach runter. So. Das sieht gut aus. Und? Hand noch einmal wegknicken. Oder? Nee. Total falsch. Mir denn aber gedacht hier. So, es ist eine Sonnenbrille. Okay, nehmen wir mit. Daran erinnere ich mich. Heather mochte sie sehr gern. Ich schätze mal, die muss ich der Hässchenpuppe aufsetzen. Hm. Das würde ich jetzt mal so tippen. Weil die so wunderschöne Augen hat. Pass auf, wir probieren das mal. Nee, schade, nee. Wirklich. Ist einfach... Einfach ein bisschen hübsch machen, ne? So, wir können aber auch hier nicht wirklich mit irgendwas interagieren. Ne, nee, wir haben auch, glaube ich, kein Ausrufezeichen mehr da gehabt. Nee? Ich glaube, das Ausrufezeichen war mit dem WD-40 weg. Okay, so, wir da gehen mal hier. Genau, das ist wahrscheinlich das WD-40. Nee. Spritzekin? Man Spritzekin Ölruf hier, hör mal. Antirost. Ah, oh, wenn es mal so einfach wäre. Wenn es doch mal immer so einfach wäre. Oh, was haben wir hier? What is this? Eine Gebrauchsanweisung. Na bitte. Oh, was? Und wofür? Ja, das ist eine gute Frage, Benny. Das ist eine gute Frage. Nichts Interessantes. Ja, das war auch schon, als die Gebrauchsanweisung da drin lag. So, okay. Küche wäre noch eine Option. Haben wir denn hier irgendwo eine Dose gefunden oder irgendwas? Irgendwas, womit wir eventuell hoffentlich stehen. Ja. Lass mal.
Faust. Ah. Ja. Was war das jetzt? Plastikbeutel. Plastikbeutel in so einer Dose. Was? Ja. Ich nimm's einfach mal hin. Also, ich komm mir auch total deppert gerade vor hier irgendwie. So, mit der Plastikdose, Quatsch, mit der Plastiktüte können wir anscheinend durch hier oben irgendwas machen. Oh nein. Hier, können wir hier irgendwas... Oh, eine Spinne. Weil, es sieht so aus, als hätte man hier eine blutüberschüttete Körper lang gezogen. Wie schrecklich. Ja, das ist nicht schön. Zurück jetzt hier mal. Ah! Wir haben eine Haarsträhne. Wir haben eine Haarsträhne. Und? Nee. Okay. Nee, macht sie nicht. Ich dachte, kannst du so ein bisschen hübsch machen, aber... Wollt ihr nicht. Okay, das haben wir. Im Opferraum können wir noch was machen? Die Haarsträhne zum Kampf. Du alter Fuchs, du Benni, du alter Fuchs. So, warte mal. Zahn, Mund. Ringhand. Chickidibing. Ja. Chickidibum. Sehr schön. Und die Gebrauchsanweisung für das Herz. Ja, okay, gut. Also uns fehlt noch irgendwas fürs Herz. Fürs Herz. Vielleicht kannst du nur hier sein. Im Bad. Boah. Hier gibt's im Moment nichts zu tun. Was haben wir denn noch für Utensilien dabei? Na, wir haben eine Gebrauchsanweisung. Und ein Feuerzeug. Ah, Gebrauchsanweisung für den Föhn. Guck mal, da ist der Föhn abgebildet. Wir haben den Föhn in der Wanne gefunden. Ja, genau, Benni, genau. Den Föhn habe ich ja schon gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Definitiv kaputt. Ja, dann... Na bitte. Okay. Dann wollen wir nochmal. Wie kann man denn hier weiter zappen? So, der steht hier. Na, musst du? Ach, du musst da. Die Sicherung dann einfügen. So. So. Mhm. So ist mir schön. So ist mir schön. Das ist in Ordnung. Das sieht auch alles so weit in Ordnung aus. Hier fehlt noch ein Teil, wa? Ja, das ist das rote Ding. Ja, genau. Dann hast du noch zwei Widerstände hier rinwappen. Genau. Was? Ja, genau. Na, da. Wird er doch wieder wach in mir, der kleine Feinmechatroniker. Jetzt bin ich gespannt. Na, welcher kommt wohin? Kannst du das auf Anhieb lösen? Klar. Hör mal. Nur okay, noch was vor hier, hör mal. So, hier ist noch... Ja. Ach du, ja. Ne, Kinder? Don't try this at home. Mit dem Föhn musst du jetzt wieder zur Puppe, weil du musst du föhnen. Oh, meinst du nicht wirklich, oder? Ich hab keine Ahnung. Ach! Verrückte Idee, Benni. So, warte mal, Steckdose. Entrosten, bitte. Entfrosten, meine ich, nicht entrosten. Aber einmal entrosten, bitte. Mit WD-40 entrosten. So, wir haben einen Eimer. Mit dem können wir zum Brunnen. Den nehmen wir für den Brunnen. Das hast du absolut richtig erkannt, Benni. So, Eimer, Brunnen, Seil, hau das Ding drin. Und was haben wir hier? Ein Herz. Und das Herz ist für das Herz. Wer hätte es gedacht? So, jetzt fliegen bestimmt gleich lauter Messer durch den Raum. Oh. Wo sind sie hin? Oh. 8 Schlüssel finden. Okay, dann suchen wir mal die 8 Schlüssel. Ich wühle gerne in so einem Haufen Messer rum. Das ist so ein kleines Hobby von mir. Dies könnte nützlich sein, ein Schlüsselbund. Ich würde lieber ein paar Messer mitnehmen. So, jetzt. Oh, warte mal, hier ist noch was. Wie kann das sein, dass die Kerze immer noch brennen? Ja, das ist doch. Ja, das.
Das findest du am befremdlichsten hier? Okay. The floor. Oh, ah, okay. Okay. Da, wo schon so schön an der Klinke rumgerüttelt wird. Zack, zack. Ach, jetzt wirklich, ja. Jeder Baum einzeln. Das ist mein Spannungsbogen ein bisschen erhöht hier. So. Hoppala. So, liebe Freunde, bevor wir jetzt diese Tür öffnen, ja, würde ich von euch gerne in den Kommentaren lesen, was uns jetzt hinter dieser Tür erwarten würde. Ist es A, die Garage, in der Heather, unsere verschollene, vielleicht grenzdebile Schwester auf uns wartet? Oder? Ist es das Sexzimmer? Der Familie hier. Nein, natürlich nicht. Vielleicht ist es, keine Ahnung, eine Speisekammer? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir öffnen die Tür. Es ist der Zugang zum Keller. Es ist der scheiß Zugang zum Keller. Also doch der Sexraum. Oh. Oh Gott. Oh, aber sieht schon cool aus eigentlich, wa? Also so prinzipiell. Oh. Wer hätte es gedacht? Irgendwie, beide Antworten sind richtig. Sexzimmer ist richtig und wir finden unsere grenzdebile Schwester. Wer hätte es gedacht? Aber sag mal, an wen erinnert mich diese, die unsere Protagonistin? Pff, weiß ich nicht. Die ist so ein bisschen, die hat ein bisschen was von Toni Collette. Kennst du die? Toni Collette? Toni Collette. So, da gehe ich sicher nicht runter. Es ist viel zu dunkel, aber wir haben ein Feuerzeug. Weil das hat hier in verschiedenen Horror-Games hat das hier schon sehr gut geholfen. Feuerzeug. Ja, genau. Und immer in den Keller gehen. Kommt immer gut in Horrorfilmen. Hallo? So, halt mal einfach hier hin. Auszeichnung wurde freigeschaltet. Ein Auge für Details. Keine Ahnung, wofür das jetzt war. The police told me my sister had been dead for years. They asked me if I'd noticed anything. I lied. We used to spend all our time there. What was she trying to tell me? Auszeichnung wurde freigeschaltet. So, okay, leider ist unsere Schwester tot. Okay, was wollte sie uns damit sagen mit der blutverschmierten Zeichnung unseres Baumhauses? Oh, hör mal, ich schon mal ein Ballermann hier. Zum Glück ist sie ungeladen. Was für ein Glück. Das ist ja toll.
Ja, ich würde mir ein Auge ausschießen. Hm. Okay, oh, ein Zettel. Ich werde hier sitzen bleiben, egal wie lange es dauert, aber ich werde sie nie wieder an meine Tochter heranlassen. Es ist mir egal, was meine Frau sagt. Kein Geld der Welt kann uns zurückgeben, was sie uns weggenommen haben. Tja, das sieht wie die Schrift meines Großvaters aus. Er wollte meiner Mutter etwas antun. War das vor ihrem Tod geschrieben worden? Kryptisch. Okay. Ein Haken, fest mit der Kette verbunden. Also ich muss sagen, das ist tatsächlich doch recht für ein Wimmelbild, muss man wirklich mal sagen. Ja? Ohne jetzt Wimmelbilder per se runterzustufen, ist es wirklich schön catchy gemacht irgendwie. Also ich fühle mich bestens unterhalten. Ja. Und ihr hoffentlich auch, ihr Lieben. So, hier haben wir, vielleicht befindet sich etwas Nützliches im Kofferraum. Ja. Und wir haben nichts zum Öffnen des Gleichigen. Oh, was? Oh, guck mal, was ist denn hier oben? Detective. Der Detective sagte mir, dass meine Schwester schon vor vielen Jahren gestorben ist. Sie kann mir also den Brief nicht geschickt haben. Er stimmt mir zu, dass die brennenden Kerzen sehr seltsam seien. Ich wollte ihm von der Zeichnung unseres Baumhauses erzählen, aber dann stellte ich mir vor, wie die Polizei zu unserem Haus kommen würde. Sie würde alles auseinandernehmen, nur um uralte Beweisstücke zu finden. Ich kann Ihnen auch später Bescheid geben, wenn ich dazu bereit bin. Ja. Ja, ganz ehrlich, wann ist man dazu bereit? Ja, das ist, wenn man gerade seine, also ich stelle mir das sehr, 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 sehr schwierig vor, irgendwie seine tote Schwester zu finden. Also. Ja. So, hier finden wir eine Heckenschere, eine kleine. Hier ist Cheshire? Oder? Aber das ist sonst die Haar vorne, wa? Nee. Ah ja, guck mal hier. Ich stehe da oben. Cheshire. Worcestersoße. So, der Name nach Urteilen begruben Kinder ihre Haustiere. Ja, Friedhof der Kuscheltiere, schön. Wahrscheinlich wegen des berühmten Buches. Sehr schön. Aber warum ausgerechnet in unserem Garten? Ja, das ist eine gute Frage. Anscheinend stieg jemand immer durch dieses Loch hier ein. Okay. Ja. Was ist das hier noch? Die Namen nach zu urteilen, begruben Kinder ihrer. Ja, 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 okay. Scheinbar. Oh nein, das Baumhaus. Das Baumhaus. Hier haben wir noch einen Mühlstein, Wetzstein. Ein Mühlstein. Das ist, ja. Die Zisterne versperrt den Weg. Was haben wir hier noch Glänzendes? Nee, ist gar nichts. Ist etwas vergraben, aber ich bin lieber vorsichtig. Vielleicht besser mit einem Pinsel starten. Ja, genau, mit einem Pinsel. Junge, hol die Schippe aus dem Garten, denn ist das hier gut. Hör mal. So, ich erinnere mich, als Großvater eine Lampe in unser Baumhaus installiert hatte. Es war, als wäre es unser eigenes Haus. Na. David, bitte verbiete den Mädchen, das Licht anzuschalten. Du weißt ganz genau, dass sie es nicht mag. Sie sieht die Mädchen dort spielen und wird sehr traurig. Hör auf, dir selbst oder der Laudius Familie die Schuld zu geben. Für das, was passiert ist. Solche Dinge passieren immer wieder. Komm bitte nach Hause. Großvater hat eine Lampe in unserem Baumhaus installiert. Sie waren ganz stolz und fühlten uns erwachsen, dass wir echten Strom in unser Haus hatten. In unserem Haus hatten wir ja vorlesen. Perfekt heute. Doch irgendwann stellte er den Strom ab und wir durften ihn nie wieder einschalten. Wer ist diese ihr? Und sie, und warum hört die Musik so abrupt auf, von der ich immer wieder lese? So, Opa ist nicht da, ich mach mal an. Oh, wir sollten natürlich besser die Sicherung finden, das ist ja klar. Oh. Das wäre auch zu schön gewesen. So, aber wie wir merken, befinden wir uns wieder in einem neuen, völlig sehr, sehr großen Areal. Also die Irrenanstalt ist passé. Und wir sind jetzt quasi also wieder bei uns zu Hause. Na, was hat er denn jetzt hier gerade angezeigt? Das war der Brunnen, ne? Den Brunnen, oder? Ja. Ja. Okay, so, das Baumhaus. Da komme ich nicht ran. So, hier sind die Bretter kaputt. Hier müssten wir wahrscheinlich die Treppenstufen erneuern. Okay.
Also wir kommen auch nicht rauf. So, durch die Tür sind wir jetzt nicht gekommen, ne? Habt ihr das überhaupt probiert? Tür ist abgeschlossen. Alle Türen im Haus konnten mit dem gleichen Schlüssel geöffnet werden. Das ist natürlich sehr schön, wenn ich mich recht erinnere. Okay, schauen wir nochmal, ob wir vielleicht... Ne? Fässer sind voll Wasser und kann sie nicht verschieben. Wenn ich sie doch bloß entleeren könnte. Umkippen. Oh, die Heckenscherin in der Ding hier. So, okay. Na, und gehen wir weiter nach vorne. Ja, ich würde ihn gern öffnen. Mit der Heckenschere wollte ich das nicht probieren, wa? Nee. Gewicht draufknallen. Mit Gewicht. Ja, ist seit Jahren nicht bewegt worden. Komisch. Scheinbar müssen wir wirklich erst eine Art Schlüssel oder irgendwas finden. Ah, Heckenschere. Ah, guck mal, Heckenschere. So, na dann. Schnippidi-schnipp. Denn es war immer der Gärtner. Und hier haben wir schon mal Schlüssel. Das sieht wie Autoschlüssel aus. Sehr gut. Hervorragend. Na dann. Sesam, öffne dich. Und wir haben ein Wimmelbild vor uns. Okay. Ja. Die ist hier, warte mal. Schrotpatronen, ne? Okay, gut. Heißt jetzt also, warte mal, hier haben wir einen Schraubenzieher. Ah, nochmal Patronen. Hier ist noch eine Patrone. Hier ist noch eine. Da ist noch eine. Siehst du noch irgendwo eine bei dir? Drei Stück fehlen noch. Drei Stück fehlen noch? Hier ist noch eine Zeitung und noch ein Schraubenzieher. Okay. Scheinbar müssen wir alle Schraubenzieher sammeln. Hier oben ist noch eine. Dann lässt sie bestimmt irgendwie öffnen. Mit einem der vier Schraubenzieher vielleicht. Das ist ja so. Ah, okay. Ah, schau mal. Echt jetzt? Oh nein. Ich weiß nicht, sollte man das tun? Also ansonsten könnte man das doch nicht machen, oder? Ja. Musst du alle vier eventuell wirklich dafür verbraten? Ja, musst du wahrscheinlich. Also, was ist das für Schraubenzieher, ey? So, hier haben wir das Fixerbesteck und auch die vorletzte Patrone. Was können wir denn hier nehmen? Den Bohrer. Können wir noch was nehmen? Sieht nicht so aus, ne? Nee. Okay. Aber eine Patrone fehlt hier noch. Eine Patrone fehlt uns. So, hier glänzt irgendetwas. Ich brauche einen Bohrer. Na dann. Wofür denn? Ach so, hier ist noch die Schmerle. Haben wir noch. Na, dann nehmen wir die doch mal. Und... Hallo? Oh, was ist die Patrone? Hier ist die Schlumpe. Dies könnte nützlich sein. Okay, und wurde sofort rausgeschmissen. Okay. So, hier vorne können wir nochmal schauen, ob wir... Jawohl. Jawohl, hör mal. Ich hasse den Makler dafür, dass er mir den Verkauf der Immobilie aufgedrängt hat. Es ist schier unmöglich, das Haus zu verkaufen. Es ist einfach nur unheimlich. Diese Kinder glauben, dass sie ihre Haustiere zum Leben erwecken können, indem sie hier begraben. Ich hasse Kinder. Ich glaube, dass ich ein Mädchen im Haus gesehen habe. Wie kann das nur möglich sein? Das Haus ist seit Jahren verschlossen. Ich brauche dringend Urlaub. Ja. Das ist die Notiz des Immobilienmaklers, der beauftragt wurde, unser Haus zu verkaufen. Warum hatte er keinen Erfolg? Und warum steht sein Auto nach 10 Jahren noch hier? Tja, gute Frage, nächste Frage. So. Okay, wir haben jetzt auch keinen Autoschlüssel mehr. Der ist jetzt weg. Ich kann das Auto nicht starten. Wie sollte es auch anders sein? Jetzt hier, wo erstmal vielleicht nichts weitermachen können. Na gut, okay. Nehmen wir go this way und dann würde man sagen, laden wir die Wumme. Ah, okay. Schwanz.
Oh Gott, ob das eine gute Idee ist? Ich weiß nicht. Nee, nicht? Kann man hiermit jetzt was machen? Nee. Denn, was? Hier vorne können wir was machen? Was kann man denn hier machen? Ach, hier muss man gut. Eine Rose. Eine Rose. Mm. Jetzt müssen wir bacheloren. Wir müssen bacheloren, Benni. So, okay, ich habe die grobe Vermutung. Warum? Ja, es ist. Solche Fragen stellen sich nicht bei Wimmelbären. Und wir können das Haus betreten. Das ekelhafte Gruselkurzhaus. Oh nein, oh nein, oh nein. Dafür haben wir jetzt übrigens, für einen Schuss haben wir jetzt 8 Munitionsdinger gesucht. Also, ja. Okay. Das ist mal ein ziemlich großes Haus. Okay. Wir gehen hin. Das Haus ist wirklich unheimlich. Ich höre Stimmen. Selbst wenn ich mir die Ohren zuhalte, höre ich sie immer noch. Ich weiß, dass ich nicht verrückt bin. Es ist dieses Haus. Der Immobilienmakler sah also auch Dinge und hörte Stimmen. Da bin ich ja nicht die Einzige, die verrückt ist. Egal, ob es gut oder schlecht ist, es ist etwas völlig anderes. Tja. Ich brauche ein spezielles Emblem, um diese Tür zu öffnen. Also ich mag die Musik auch von dem Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Die ist sehr atmosphärisch, komplett zusammengeklaut wahrscheinlich von sehr vielen Sachen. Aber ich finde sie gut. Die gefällt mir sehr, sehr gut. Scheint nicht zu funktionieren. Nichts passiert. Was haben wir denn da? Verdammt heiß. Ach, Strom geht noch. Das Ding war die ganze Zeit also an, ja? Das ist schön. Doch, die ganze Zeit hat der Top. Oh, was haben wir denn da? Unten hat sie... Okay. Jetzt kannst du auch noch hin und her schieben, okay. So, was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Die Stimmen? Sollen wir jetzt. Was. Kann man hier die Geschichte abbilden? Oder? Nee, ich glaube, du musst das einfach nur irgendeinen Bereich freiräumen. Ich weiß noch nicht welchen. Oder musst du unten an die Kiste, guck mal, diese gelbe, die du jetzt gerade quasi freigeräumt hast. Ah, wir müssen an das Post hauen. Da müssen wir hin. Das Posthorn. Runde Tetris. So, das Hörnchen haben wir. Wunderbar, okay. Hier am Wasserhahn können wir noch was machen. Wurde das Wasser abgestellt? Draußen gibt es sicherlich ein Ventil, an dem ich es aufdrehen kann. Ja, vielleicht. Mhm. Ach, das ist das Esszimmer. Ich dachte, bist du denn okay? Warum sitze ich jetzt auf dem Bett? Oh, schön. Es stimmt mich sehr traurig, den Tisch zu sehen, an dem wir immer gemeinsam saßen. So viel Erinnerung. Mein Großvater hat die meisten aufgehoben, einige hat er selbst gemalt. Oh, schau mal, er war also ein Maler. Ja, so ein bisschen Feuer lodert immer noch. Eine Fernbedienung. Na klar, sucht sie jetzt die Fernbedienung. Mann, jetzt ist auch ein scheiß Grusel-Toaster. Also, ist verschlossen. Den kann man sicherlich nicht aufbrechen. Ich brauche einen Schlüssel. So fängt es an. Was ist das denn? Ein Hebel. Meist endet es so. Oh, eine schöne Idee. Also wir brauchen erstmal anscheinend irgendwas herzförmiert. Was wir da pressen können. Piti? Oh, wir haben einen Abschöpfer dafür. Aha. Was seid ihr für eine illustre Bande? Das Laudius-Anwesen. Die Laudius-Familie war eine wohlhabende Familie und sie halfen uns bei dem Erwerb unseres Hauses. Na, das ist schon mal sehr skurril. Das ist schon mal sass. Sie waren immer sehr nett und ihr Spielzimmer war einfach klasse. Heather war immer bei ihnen, bis Großvater es eines Tages nicht mehr erlaubte. Ja,
Das wird auch seinen Grund gehabt haben, denke ich mal. Wer weiß, was mit dieser Familie los war. Piti? Mein Vogel würde gut in den Käfig passen. Ja, wahrscheinlich, ja. Das können wir jetzt hier noch in die Gammelbude hopsen, du hast hier noch einen Vogel. Ich brauche eine Angelschnur und einen Haken. Hm. Boah. Geradeaus oder rechts, Benni? Sag mal was. Ja, ich sag mal... Oh, warte. Das Gewicht wurde sie benutzt, um Kacheln zu beschweren. Na dann. Die da, oder? Musst du nicht Kacheln vielleicht noch darauf legen? Also gibt's ja noch Fliesen oder was? Ja. Ach, na sag mal. Wir mussten, bei dem ersten Haus mussten wir auch die Treppen bauen. Der Klebstoffpulver. Na, wahrscheinlich brauche ich irgendwie Wasser. Okay. Schwupp, nee. Ah, okay. Was soll das bringen, ne? Ist ja albern. Wahrscheinlich können wir auch draußen mit dem Hahn das Wasser anstellen. Mhm. Oh, ein weiteres Wimmelbild wartet auf uns. So. Hier können wir ein Foto anfassen. Okay. Oh, da haben wir schon mal eine Angelschnur, glaube ich. So, okay. Was können wir noch Schönes machen hier? Ah, das ist eine Seite, okay. Jetzt haben wir die Seite gestimmt, jetzt haben wir eine Violine. Nadel und Faden. Ah, guck mal, hier können wir die einkleben. Blitsch. Und Klatsch. So, ein schönes kleines Poesiealbum und ein Schlüssel. Wir haben einen Schlüssel gefunden, Benni. Ja, wahrscheinlich für den Violinkoffer, damit du den aufmachen kannst, um die Violine reinzupacken. Wenn ich dich nicht hätte. Da, komm. So. Nice. Sehr, ja, aus. Natürlich ist aus diesen Gründen halt. Können wir die Feder nehmen? Warum hat sich jetzt der Tennisball bewegt? Das freut mich auch. Schauen wir nochmal. Also Teddy, genau, dann kannst du den Kopf annehmen wieder an den Teddy oben. Dafür wahrscheinlich hier, ne? Genau. Flupp. Und Nadel und Faden. Flup, 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 flup. Teddy ist wieder ganz. Und hier ist der Violinbogen. Der kommt hier mit rein. Und wir haben ein Stück Kreide. Vollkommen logisch. So, damit spielen wir eine Runde. Was war denn nun? Oh. Kannst du das jetzt aussuchen? Oh ja, okay. Oh, ah, scheiße, ich kann es aussuchen. Ah, Mist, hätte ich jetzt mich anders entscheiden wollen. Okay. So, wie soll ich das jetzt hier machen, oder was? Oh nein, was ist denn das für ein warum machst du denn so? Naja, okay. Na, weil ich wusste, dass ich jetzt dran bin. Weil das macht ja keinen Sinn. Erst fängt er an, dann bin ich dran und danach bin ich nochmal dran. Oder was ist denn das für ein holer Shit, ey? Ja, hier. Scheiße am Arsch. So, gut. Denn möchte ich jetzt... So. Das war jetzt schwer. Also, es war mir jetzt aber bescheuert irgendwie. Warum ist man zweimal hintereinander dran? Das war mir jetzt nicht intuitiv. So, ein paar schöne. Oh, das ist ja schon wieder ein sehr verängstigendes Bild. Hat Heather dies gezeichnet? Nein, das war ich merkwürdig. Es scheint, als hätte ich es an dem Tag, als Mutter starb, gezeichnet. Ich kann mich nicht an diesen Tag erinnern. Großmutter sagte mir, dass ich unter Schock stand. Aber Heather sagte mir, dass es etwas anderes war. So, wir nehmen grüne Farbe mit. Das ist auch übrigens unsere Kanalfarbe. Es ist Benny und Steve grün. Die packen wir ein. So, mehr können wir nicht mitnehmen. So, hier können wir nochmal. Es gibt im Moment nichts zu tun. Okay. So, hier können wir ein paar Nüsse knacken. Meine Schwester liebt es, Nüsse mit ihm zu knacken. Sein Mund lässt sich nicht öffnen. Okay. Was Angst vor dem Nussknacker? Irgendwie stimmt er mich immer traurig. Ja, das kann sein. Das kann sein. So. Wir können vielleicht nochmal... Oh, hier oben. Meine Schwester hat hier geschlafen. Ich bin sehr traurig, dass sie nicht mehr... Was ist denn das für ein scheiß trivialer Satz, ey? Okay. Meine Schwester hat hier oben, ich schlafe, ich bin traurig, dass er tot ist. Die Tür zum Bad steht offen, ich bin traurig, dass meine Schwester tot ist.
So. Steckt fest. Vielleicht wird es mit Feuchtigkeit herausspringen. Was ist das hier? Ein Holzflop? Ja, warum? Das mit, egal. Ja, Wasser ist immer noch abgestellt. Ich glaube, wir müssen wirklich erstmal Wasser anstellen. Okay. So, ja. Was? Kannst du verschieben oder wie? Schalterfunktion. Ja, wahrscheinlich bräuchten wir da erstmal einen Code. Ich mochte immer den grünen Seifenflakon. Okay. Oh, gut. Da müssen wir aber später noch mal hinkommen. Genau. Oh, hier. Die Püppchen. C. Laudius. Charles Laudius, der Familienälteste des Laudius-Clans. Er war ein gefühlloser und hochmütiger Mann. Ich hatte die Vermutung, dass er uns nicht mochte, aber aus irgendeinem Grund musste er sich mit uns abgeben. Wenn man der Geschichte Glauben schenken kann, dann mochte er unsere Mutter sehr gerne. Damals war sie gerade mal 12 Jahre alt. Sie haben meine Großeltern das Haus zur Hälfte des Preises verkauft, nur weil sie meine Mutter mochten. Meine Mutter sprach nie von ihnen. Zunächst stand sie ihnen sehr nah und war oft bei ihnen zu Besuch, bis sie schwanger wurde. Was? Danach ging sie nie wieder zu ihnen. Noch nicht einmal, um ihnen ihre Töchter zu zeigen. Wie? Also ich hoffe doch wirklich, dass die Mutter später schwanger war. Hoffe ich doch bitte sehr. So, hier fehlt so eine Muschel. So ein Muschelstück. Das müssen wir bestimmt mal einsetzen. So, ich werfe mal kurz einen Blick auf die Karte. Hier. Yeah, hier sind wir doch. Schau mal, wir können so ja noch hier irgendwas machen. Aber was? What is it? Ist es wirklich... Können wir das Frage... Wollen wir das Fragezeichen hier mal anklicken? Na, mach mal. Was passiert denn da? Ach, finde die Paare. Memory. Okay. Ja. Jetzt hier Douglas das Spiel. Douglas the Game. Schawupp. So, einer bleibt mal durch. Hallo, den nehmen wir mit. Okay, nice. Und damit können wir hier nichts mehr tun in diesem Raum und gehen raus. Dann müssen doch, wolltest du vors nicht... Haus. Genau, Wasser. Oh, bitte nicht. Nee? Hä? Ah, guck mal hier, jawoll. Blums. Einen Aufziehschlüssel haben wir da. Mein guter alter Freund, du leidest unter Wahnvorstellungen. Genau wie du machen wir uns große Sorgen um das Wohlergehen deiner Familie. Du weißt ganz genau, was wir dir gegeben haben. Wenn du uns weiterhin von Elisabeth und all ihren Kindern fernhältst, dann werden wir in Zukunft nicht so gütig sein. Charles Laudius. Der Brief von Charles Laudius adressiert an meinen Großvater. Genauso geschrieben wie die Briefe aus der Heilanstalt, die ich gesehen habe. So, also Benny, wir merken, okay. Okay. Wir merken also, dass Charles Laudius ist, glaube ich, nicht so der Nice Guy hier irgendwie. Nee. So, wie kriegen wir das denn jetzt hier raus? Den Plümps. Wir müssen wirklich hier die Strüpp erstmal wegmachen. Also. Da brauchst du bestimmt einen Laubbläser für oder so. Brauchen wir wieder eine Hake. Wieder einmal eine Hake. Mm. So, ich würde mal sagen, wir... na, hier können wir eine Sicherung, haben wir noch nicht. Oder sollen wir jetzt hier einen Abschott, sollen wir hier MacGyvern? Das kann das sein? Ein Hebel ist ja auch Quatsch, oder?
Der Brunnen? Ah, die Strickleiter. Nee, aber die Strickleiter für das Baumhaus, oder? Ja, aber was sollen wir? Wir können jetzt hier. Ach, ja klar. Hier ist ja auch der Baumhaus. Ach. Na, sag mal, warum möchte er denn nicht? Aber wir können ja irgendwas an dem. Wollen wir so hochwerfen? So, das, ja, stimmt auch wieder. Kannst du ja noch so festmachen. Richtig, wir müssen ja erst die Bretter finden. So, wo ist denn das mit dem Wasser? Ja, das ist eine gute Frage, ne? Draußen die Sache mit von wegen Wasser einschalten und so? Ja, da glaube ich eher, dass wir mit der Angel ran müssen. Ja, das ist eine sehr weise Entscheidung von dir, Benny. Die Frage ist jetzt, was können wir denn hier machen? Weil wir können hier irgendwas machen. Wir können mit irgendwas interagieren. Oh, okay. But I don't know what it is. Wahrscheinlich haben wir irgendwas übersehen hier nochmal. Wie scheiße zu. Ist hier vorne vielleicht irgendwas drin oder so, noch im Gras? Manchmal bloppt es ja so auf. Oder blinkt's. Ja. Tja, Leute, helft uns mal. Seht ihr es? Krass. Kannst du da irgendwas mit Öl machen? Weil da oben ist irgendwas. Guck mal, da über der Sicherung. Da ist wie so eine Art kleine Mini-Treppe. Also was damit? Eine Eisenbahnschiene. Okay. Sag mir nicht, das war es. Ja, okay. Was? Ja. So, und jetzt gehen wir hier hin. Und ob es da funktioniert? Das werde ich sehen, wenn ich die Batterie einlege. Wir haben keine Batterie. Ist näher. Okay. Ja, hier habe ich mich schon gefragt, ob wir was mit der grünen Farbe machen können. Oh. Aber wahrscheinlich nicht. Warte mal, vielleicht brauchen wir tatsächlich doch noch. Aber du hast doch das Öl. Warte mal, ja. Kannst du nicht das Dings hier, das Mundstück irgendwie einölen, um ihn im Mund zu öffnen? Weil er meckert immer die ganze Zeit rum von wegen, den Mund lässt ihn nicht öffnen. Benny, nice. Schönes Ding. Was jetzt? Kau das. So, der... Ah, Musikschatulle. Haben wir schon eine Musikschatulle gefunden? Nee. Wo ist denn das? Ach, das ist oben. Siehst du, da sind wir noch ja nicht gewesen. Die Treppe noch ja nicht hochgegangen. Oh Gott. Nüsse! Wobei, die Tapete gefällt mir irgendwie mit dem Katzen da drauf. Oh, echt, ja. Oh, creepy shit, ey. Ja, die sind süß gemalt, die Katzen. Ja. Aber das ist doch creepy shit, Alter. So eine Tapete haben wir mal mit. Bist du 80 oder was? So, was haben wir denn hier gefunden? Was ist ein Mosaikfragment? Ein Fragment? Aha. Okay, wir müssen wieder Tant wegräumen. Ach schon, also. Dieser Puppenarm. Das Puppenarm war es einfach. Oh, guck mal, das haben wir gebraucht. Ach. Zum Aufstemmen von. Ach nee, aber das macht ja auch keinen Sinn. Okay. Ja, hier fehlen uns die Mosaike. Okay, also hier ging es jetzt einfach nur hoch, ja? Ja, okay, gut. Dann gehen wir nochmal zu dem Nussknacker. Und geben dem Nussknacker unsere Nüsse in den Mund. Wir bekommen macht auf hier. Ach, hier unten. Das Herz! Benni, wir haben das Herz. Nice. Und zwar... Genau. Die Fernbedienung. Ja. Wie es endet, ja. Ja. Ja, das ist so real manchmal, ey. Stimmt. Es endet mit der Fernbedienung.
Das kann doch nicht sein. Okay, wir haben einen kleinen Zeitsprung gemacht. Dann nehmen wir erstmal dieses blutige Messer. Oh, was wird hier drunter sehen? Aber wir kommen ja nicht ran, der Nippel fehlt hier. Ja, dann kann man ohne diesen kann man... Ja, da kannst du nicht wegnehmen. Ja, kannst und du? Die Setzmäßigkeit eines jeden Horrorspiels. Wir haben kein Spiegelbild. Ah, stimmt. Wieder einmal kein Spiegelbild. Oh, hier ist noch ein Zettel. Ich weiß, dass du dies nicht kaputt gemacht hast. Ich spreche nicht mehr mit dir. Achso, ich weiß, dass du dies kaputt gemacht hast. Ich spreche nicht mit dir. Ich werde keinen Moment länger mit dir unter einem Dach wohnen. Das ist alles deine Schuld. Wir haben ihr Geld nicht gebraucht und schon gar nicht haben wir dieses Haus gebraucht. Du weißt ganz genau, was wir unserer Tochter angetan haben. Ach du Schande, ey. In meinem ganzen Leben hatte ich nicht erwartet, dass mein Großvater so böse werden konnte. Entschuldig bitte. Der Elefant war sicherlich nur eine Ausrede. Und der wahre Grund etwas ganz anderes. Traurig. Okay, hier brauchen wir die Buchstütze. Die Elefantenbuchstütze. Aber die ist doch kaputt. Ja, wahrscheinlich müssen wir was Neues finden. Oder wir sind vielleicht in einer Zeit, wo die noch... Oh, okay. Ja. Okay. Also nur in diesem Raum. Okay. Ja. Wir hatten noch vorhin... Schau ich auf keinen Fall. Was? Ja, was wolltest du gerade sagen, Benni? Wir hatten noch vorhin irgendwo Fliesen. Ja, glaube ich hier war das. Nee. Doch, an der Wand, oder? War das nicht? Ein Schlüsselchen? Ach komm. Sehr gut. Ich habe Schlüssel gefunden. So, please open it. Okay, wir haben einen kleinen Bunsenbrenner, eine kleine Lötlampe. Was bringt uns dies nun? So, wo war... Schon mal draußen auf der Veranda. Können wir ebenfalls was machen noch? Hier war das, ne? Ja, hier war es. Kannst du so. Hier auch mit dem Brecheisen irgendwas machen? Nee. Schade. Okay. Nee, hier brauchst du ja wahrscheinlich irgendwie Feuchtigkeit oder was? Ach, leider nicht. Wir sind übrigens nie rechts in die Tür gegangen, fällt mir gerade mal auf. Nee? Können wir das überhaupt? Kannst du den Schlüssel mitnehmen? Wenn er sagt, das Schlüssel passt ja in jedes Haus, es gibt nur einen Schlüssel für alle Türen. Oh, ja, da hast du recht. So, muss ich mich mal kurz mal orientieren. Aber wo geht's hier hin? Oh, bitte. Okay. Bitte, hierfür brauche ich einen speziellen Schlüssel. Wir haben hier sehr viele spezielle Schlüssel, die wir brauchen. Was ist hiermit? Aha! Okay. Was? Das ist ja mal nervig. Was? Ach so, okay. Was denn? Alles gut, jetzt hab ich grad. Deppenmucke gerade hier, ey. Meine Fresse. Was ist denn unser Ziel? Wir müssen das immer wiederholen, was er uns hier vorgibt. Ach, okay. Für mich sieht es gerade nur so aus, ob du die ganze Zeit draufklickst. Ich denke mir gerade so, wie oft willst du die Melodie noch spielen? So eine nicht funktionierende Musik irgendwie, das ist...
bescheuert bei, oder? Also. Oh. Aha, cool. Das hätte ich als Kind ja nicht gehabt. Also jetzt nicht mit dieser nervigen Scheißmelodie, aber halt Ritter, die sich so verbeugen können und Schild hochheben können und Schwertzicken. Schön. Ah, das wäre nice, ja. So, hier fehlt doch irgendwas. Hier hat noch vor kurzem etwas gelegen. Mosaikfragment wird es jetzt nicht gewesen sein. Okay, aber was haben wir denn jetzt geschafft hier? Außer, dass die Lucia Ritterrunde hier nervige Musik gemacht hat. Oh, wir haben eine Schippe. Damit können wir bestimmt die Glaubdosen wegmachen. Ich kann nicht glauben, dass wir diese sinnlose Auseinandersetzung hatten. Ich habe diesen blöden Elefanten nicht angefasst. Wenn ich Dinge noch irgendwie richtigstellen könnte. Ich werde eine Kerze anzünden und eine Rose nehmen, sein Bild stellen, um ihn in Ehren zu halten. Wenn ich doch bloß noch die Briefe, die er mir geschrieben hatte, finden könnte. Wenn ich meine Großmutter im Altenheim besuchte, dann sprach sie nur davon. Sie hatte einen Streit aufgrund eines Missverständnisses, aber sie konnte sie nicht richtig aussprechen, weil er in der Nacht des Streits an einem Herzinfarkt starb. Oh, ist ja traurig. Es muss ganz schrecklich sein, mit einer solchen Reue zu leben. Ach Mann, das ist nicht schön. Hier haben wir ein kleines Sternsymbol. Okay, also wir sollen denn hier quasi jetzt eine Kerze hinstellen? Neben seinen... Aber da steht doch schon eine Kerze. Steht eine Kerze, warte. Wir haben einen. Haben wir ein Feuerzeug? Wir müssen noch ein Feuerzeug haben, ganz vorne. Ja, schnell, schnell. Jawohl. Hurra. Schön. Und? Jetzt? Die Rose. Oh. Und? Also... Im Bett hier vorne ist was? Wo? Hier vorne beim... Oh Gott. Okay. Nee. Wir haben auch eine ganze Menge jetzt hier. Wo am Bett? Hier vorne der Knauf. Vom Pfeiler her, genau. Da hat es gerade noch geblinkelt. Aber ist schon weg anscheinend. War es nur der Text, der da oben eingeblendet war. Wir müssen hier noch, hier ist Staub, ja, hier muss was hingestellt werden. Da muss was hingestellt werden. Ich würde mal sagen, wir gehen mal kurz raus auf die Straße. Können wir das nicht? Was denn? Auf die Straße? Wo ist denn die Straße? Meinst du jetzt da, wo die, da, genau. Der Briefkasten ist, meinst du? Schade, ich habe nämlich gedacht, dass man jetzt hier mit der Schaufel... Nein, warte mal, hinten waren doch... die Schaufel war doch für hinten. Hier irgendwo, hier... Hatte ich doch gesagt, hier kann hier nicht buddeln oder irgendwas. Ja, aber war doch weiter links. Das war doch bei dem Graver. Friedhof? Oder? Nee. Nee? Nee, hier irgendwo. Aber was können wir tun? Wir übersehen hier wahrscheinlich irgendwas, Benny. Was übersehen wir? Hier brauchen wir einen Pinsel. Achso. Ach, einen Pinsel? Ich wollte ja einen Pinsel haben. Stimmt, ich hatte ja gesagt, nee, nimm mal eine Schaufel, du Lappen. Stimmt. So war das. Okay. Ah, das ist aber ehrlich. So, aber okay. Wir können jetzt in die Türen rein, soweit, also, oder? Bin ich mir tatsächlich noch nicht so wirklich sicher. Ah, okay. Ja, also Bude brennt ab, aber okay. Gewicht. Nee. Okay. Das Brecheisen? Meinst du? Brecheisen? Jawohl. Sehr gut, Benny. Ja, Stricklette haben wir. Hier ist sie. Oh, ah, nice. Nice. Let's go to the Baumhaus.
So, okay. Und hier haben wir eine kleine Zange gefunden. Und schon wieder ein Zettel zum Lesen. Das Flüstern. Es erzählt mir Dinge. Dinge! Von denen sonst keiner weiß. Ich habe gerade das Mädchen im Fenster des Obergeschosses gesehen. Vielleicht hat sie sich verlaufen. Ich werde mal nach oben gehen und dann werde ich mich auf den Weg machen. Und danach werde ich nie wieder auch nur einen Fuß in dieses Haus setzen. Allen Anschein nach hat auch der Makler das Mädchen gesehen. Vielleicht ist sie doch real. Hm. So. Popsleer Schlüssel? Nee. Nein, das klappt nicht. Als erstes muss ich das Vorhängeschloss hier. Haben wir noch das Brecheisen? Haben wir noch? Schade. Na komm. Warum denn nicht? Blöde Logik. Oh, das ist Großmutters Schlüssel. Okay. Dann kommen wir jetzt hier gerade nicht weiter. Ein Blick auf die Map. So, okay, was können wir denn hier noch machen? Oh, hier kannst du was hochheben. Scheint, also die Steinplatte bereits hochgehoben worden. Mit bloßen Händen kann ich sie allerdings nicht hochheben. Oh. Kann man hier etwa das Wasser anmachen? Alter, warum nicht? Der Hammer. Aber wofür? Wir brauchen keinen Hammer. Hau auf da! Es fehlt das Ventilrad, aber da ist doch... War doch gehabt? Oder ist das nicht das Ventil? Das ist nur ein Hebel. Das ist ja doof. Okay, gut. Dann hier oben... Ja, das ist hier ist wirklich komisch, ne? Hier können wir noch nichts machen. Kannst du da mit dem Brecheisen vielleicht die Bretter vom Fenster wegmachen? Oh, warte mal, die Tür ist also nicht. Also nicht da kurz. Bei dem anderen Bild, meine ich. Ja, warte mal. Aha, du hast recht gehabt. Irgendwie, wir konnten. Aber wir haben das Brecheisen nicht mehr. Nee? It's gone. Also, dann vielleicht mit dem Hammer? Die Nägel rausziehen? Nee, nicht auf dem Bild, sondern auf dem anderen. Auf dem, wo du sagst, da weißt du nicht, Aber das hatten wir vorhin schon, da hatten wir den Hammer noch gar nicht. Also das heißt, es muss ja irgendwas sein, was wir nicht jetzt gefunden haben. Naja. Hm. Kann mir jemand noch... Nee, jetzt ist auch Quatsch, ne? Okay, so. Oh, mal hier. Oh, Cheshire. Also, bekloppter Name. Was für ein bekloppter Name. So, wir gehen mal kurz hier hin. Ja, hier können wir irgendwas machen. Aber das alles ist rund und wir haben noch was eckig. Kannst du jetzt ziehen? Gusch, gusch, gusch. Ja, hier. Ach so, okay. Irgendwas können wir hier tun. But I don't know what. Spitzengegenstand. Ah, okay. Ach, und das setzt du dann nachher für die Tür ein. Okay, verstehe. So, damit hätten wir... Die ist wirklich süß gemacht hier. Damit hätten wir die erste Klobelbrosche. Birds in the Sky. Schön, 1 von 3 haben wir. So, immer noch Fragezeichen. Wo sind wir denn hier? Ach, das war die. Du hast ja die eine Tür geöffnet. Jawohl, richtig. Mit Omas Schlüssel. Ja, willkommen bei Layers of Fear. Ich stehe hier und er ist nicht mehr hier. Er war all die Jahre ganz in meiner Nähe. Wir hatten so viele Chancen, uns auszusprechen. Jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als an ihn zu denken und mich zu erinnern, wie er immer in seinen kalten Schuppen schlief. Warum war ich bloß so sauer auf ihn? Seine Soldatenfiguren anmalte. Ich hätte ihm helfen sollen, anstelle immer an ihm rumzunörgeln. Meine Großmutter tut mir richtig leid. Ich hatte das Gefühl in Heathers Haus und hier fühle ich es auch. Warum müssen wir immer erst etwas verlieren, um zu verstehen, wie gut es uns ging? Ja, das ist wirklich mal eine elementare Lebensweisheit. Also Großvater hat hier immer ganz herrlich schlafen.
Ach, du musst doch die... Okay, deswegen grün. Okay, verstehe. Mhm. Ach Gott. Malen nach Zahlen, Alter. Das ist, Nee, der Pinsel ist noch nicht in grün eingetunkt. Jetzt. Ah, das machst du schön. Dies machst du schön. Sorry, fühle mich hier nicht ernst genommen. Das ist bescheuert, ey. Glüte ist schon. Glüte ist schon angemalt. Grün. Blau. 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 Alter, wer malt denn einen Ritter so an, ey? Ich bin doch gleich instant wütend. Mit dem Windows-Zeichen hier vorne dran. Mist, wir haben den roten Schuh vergessen. So ein Scheiß. Rot hattest du doch noch gar nicht. Nee, du hast ja auch die Dings nicht gemacht, den Helm. Stimmt. Und nee, da ist auch noch ein Blau. Oh, hat er voll vergessen. Jetzt ist hier vorbei. Jetzt mach ich altrot. Le Schuh nicht vergessen. Le Schuh. Mhm. Ja, und was hast du noch Rotes vergessen? Ja. Eine Sache hat er noch vergessen. Die muss grün. Sie muss grün, Mann. Genau. Das könnte nützlich sein, ne? Mensch, da hat der Opa aber richtig was drauf gehabt hier auf dem Kasten. Lieber Herr Gesangsverein. Na, aber was sind das für hübsche Bilder? So. Ja, toll. Ganz Show. Na, okay. Hammer. Hammer? Hammer. So, irgendwas sagt mir, wir brauchen diesen Magneten, um... Puzzleteil. Oh, okay. Auch für dein Fragment, was wir noch drin haben. Ja, richtig. Hat er das schon automatisch drin genommen? Nee, aber jetzt. So, würde ich doch mal vorsichtig sagen... Ja, das ist schon mal richtig. Das finde ich schon mal gut. Das sieht so mittig aus. Den Achim prügeln wir da hin. Ist ganz schön viel im Weg. Schwump. Schwump. So dermaßen im Weg. Oh, hier fehlen uns aber noch ein paar Teile, ne? Achso, ne, okay. Hab ich jetzt den links habe ich gar nicht mehr gesehen. So, das hätten wir zurecht gepuzzelt. So, jetzt verrat mir mal, wer konstruiert so einen Mechanismus? Ja, das ist ja fast schon gleichzusetzen mit den Schattenrätseln bei Resident Evil 7. Ja, wer nicht weiß, was ihr meint ist, oben ploppt gerade mal was auf. Ihr werdet sehen, was ich meine. Oh, hier haben wir noch... Großmutter. Martha, meine Großmutter. Sie war nicht altmodisch, so wie ihr Name vermuten lässt. Sie war eine sehr lustige und aufgeschlossene Person. Sie war eine liebenswürdige und intelligente Person, allerdings auch sehr abergläubisch. Ich habe viel Zeit mit ihr verbracht. Heather hat immer mehr Zeit mit unserem Großvater verbracht. Ich glaube, dass sie nach dem Tod ihres Mannes nie wieder glücklich war. Das ist schließlich auch kein Wunder, wenn man bedenkt, dass sie ihren Ehemann und ihre Tochter im gleichen Jahr verloren hat. Es war schrecklich für uns alle, aber für meine Großmutter war es zu viel. Wir hätten im Haus bleiben können, aber sie hatte bereits jeden Lebenswillen verloren. Ach Mann. So, wie kriegen wir denn? Der Magnet ist ja stark. Etwas magnetisieren. Wir müssen etwas magnetisieren. Ja, was wollen wir denn magnetisieren? Diese Eisenbahnschiene? Nee. Abschöpflöffel? Nee.
Nee. Hammer? Nee. Hm. Oh, okay, also wir können hier vorne immer noch irgendwie aktiv werden. Genau, wegen dem Zahnrädchen. Ventilrad. Und wir haben Wasser. Hurra, verdammt nochmal. Das ist toll. Ah, guck mal, jetzt können wir auch den Topf rausholen. Jetzt können wir auch den Topf rausholen. Da freue ich mich. 10 Jahre alt. Schauen wir mal. Was hier Schönes für einen Auftopf, für einen Auflauf gemacht wurde, für einen Auftopf. Da brauchst du den Schöpflöffel. Lecker! Nagelsuppe! Toll! Schön! Ach, guck mal! Au! Oh, der Schnupsel! Der Schnurz! Wir haben ihn! So, was sich jetzt hier Leckeres drunter verbirgt. Was tippst du, Benni? Oh, ich habe böse Vermutungen. Ein Kopf, ein Herz, keine Ahnung, ein Finger. Ich denke wirklich fast schon trivialer. Wahrscheinlich wird da irgendwie, keine Ahnung, ein Lappen drunter sein oder irgend so was. So total blöder Scheiß. Okay. Oh, eine Hake. Ja, genau. Und wir lüften das Geheimnis in 3, 2, 1. Ein Auge. Das ist ja mal ekelhaft. Oh nein, das ist gar nicht das Auge. Es ist aus Glas. Aber warum ist es hier? Tja, das wüssten wir alle gern. Okay. Okay, ja. Benni, irgendwelche Ideen gerade? So im Atelier können wir noch weiter. Hier, was übersehen wir hier? Was übersehen wir hier? Das muss auch in diesem Bild sein, ne? Also wir können jetzt nirgendwo irgendwo reinzoomen. Also ja, es muss hier sein. Mal Auge fragen. Gab's hier nicht noch irgendwie so ein Hilfestellungsding, wenn man mal nicht weiter weiß? Ja, wenn du hier rauf drückst. Ja. Wollen wir es mal probieren? Na, probieren wir mal. Okay. Wir sind so Loser. Ja. Aha. Hä? Okay, also sie schickt uns jetzt hier hin. Ach, wegen dem Symbol. Ja. Und damit haben wir, das ist die nächste. Das nächste Emblem für die Holztür, die wir jetzt haben. Aber das war's nicht. Das war's noch nicht. Okay. Das war noch nicht. Können wir irgendwie buddeln? Oh nein. Cheshire. Die Schüssel von Cheshire. Ach, dann können wir das dann wahrscheinlich auf dem Fressplatz da packen in der Küche. Hier da, ne? Ja. Genau. Nein. So, Cheshire, komm mal her. Fresschen, Katzen lieben Milch. Wo bekomme ich jetzt Milch her? Will mich verarschen, Alter. Will die mich verarschen? Genau, Waschbecken. Wir haben wieder Wasser. Wir haben jetzt wieder Wasser. Die Frage ist, was können wir denn abwaschen? Können wir das Messer vielleicht mal abwaschen? Nö. Aber wir brauchten noch. Haben wir irgendein. Kannst du in die. In den Napf quasi Wasser tun? Nee, da soll Milch drin. Oh! Und nein. Mit dem. Oh, okay. Cheshire, komm jetzt! Achso. Und was jetzt? Ich hab keine Ahnung. Was ist denn das jetzt hier bitte? Achso, wir brauchen ja Wasser. Wir haben. Ah, Ja, deswegen hätte ich gedacht, dass wir den Napf mitnehmen für das Wasser, aber du konntest ihn da hinstellen. Das verwundert mich gerade so. Ja, ich kann auch nicht wegnehmen. Sieht aber nicht nach einer Mahlzeit aus. Milch wäre viel besser. Ja, ich habe keine Milch. Weiße Farbe nehmen oder was? So, im Atelier könnten wir noch. Ja, da haben wir bestimmt irgendwie Magneten. Da müssen wir bestimmt irgendwas machen. Nägel. Ah, für das Bild. Nee, für das Bild. Ja, ja, klar. Ist mir, während ich gerade auf die Magneten zuhalte, fällt es mir auch ein. Was will ich denn? Warum will ich die Nägel denn bitte?
Jawoll, Alter. Ja, noch längere hier. Schön die 14er Nägel darin geballert, ey. Jawoll, kick nur auf der anderen Seite noch raus. So, dann Ritter Karlwurz ran mit dir an die Wand. Und? Musst du das irgendwie sortieren? Ach, hast du dir die Position der Dings gemerkt, von den Spielfiguren? Ach du Scheiße, ehrlich? So jetzt? Mit diesem Freuden, genau. Okay, also, na gut. Denn er kommt dahin. Der Hockerich kommt hierhin. Und schon Hambert. So, einer meiner leichtesten Übungen. Aber was ist passiert? Da unten? Hier unten ist was aufgegangen. Geheime Briefe. Jetzt hinlegen? Nee. Sollen die Briefe oben ins Schlafzimmer vielleicht? Da lag doch mal was. Ja, stimmt. Ja. Ich versteht nicht. Ich mach irgendwas. Okay. Okay. So. Wir haben hier nochmal den Autoschlüssel. Eins von 11. Wir brauchen also 11 Autoschlüssel. Das ist ja gar kein Problem. Ja, wir haben alle 11 Autos zu Hause, mindestens. Wer kennt denn das Problem nicht von uns? Okay, mit der Hanal müssen wir das öffnen. Ah, alter MacGyver-Trick. Super cool. Wir können uns quasi vor. Oh, rasiert ganz schön. Ja. Können uns vor Autoschluss hier nicht retten. Nee, da ist noch ein Zettel. Genau. Da ist etwas drunter. Aha, okay. Handschuhverschluss, sehr schön. So, okay, dann werfen wir nochmal kurz einen Blick hier rein. Kleber. Spachtelmasse. Das ist eine wunderbare freie Übersetzung. Großartig. Ei. So, okay, wo war es? Oh, hier unten im Badezimmer wird hier was angezeigt. Im Badezimmer wird was angezeigt. Wir sollen die Wanne kleben, bestimmt. Oh. Ja, das sieht wirklich danach aus. Nein, komm. Muss ja nicht die Wanne kleben oder was? Es gibt nur eine Möglichkeit, das Bad zu füllen. Oh, leck mich, Alter! Ja! Oh, mit so einer kleinen Pillemann-Tube da, Alter, mit Zendite, bitte! Ach, jetzt kannst du das Wasser anschalten, damit du das Ding da rausbekommst. Weil du brauchst doch die Feuchtigkeit, der braucht doch hier Wärme. Wasserdampf. Genau. Plumps. So, und damit haben wir dann auch das letzte, um die Tür zu öffnen. Ob man die Tür öffnen möchte, ist die andere Frage, aber ja. Ja. Okay. Das ist auch die einzige Sache, die wir machen können. So. Oh, ich bin zum ersten Mal hier. Unsere Mutter hat uns immer den Zutritt verboten. Ja, das verwundert mich nicht. Hier haben wir noch eine Figur. Oh. Das ist ein Läufer. Okay. Verrostet. Bewegt sich keinen Zentimeter. Ja, es ist die Rede. Oh. Auge für Details. Wie findet sich hier Spielzimmer und warum ist der Zutritt hier verboten? Kette, ja, warum wohl? Alter. Was ist denn los hier? Was haben sie gemacht? Elisabeth ließ uns monatelang nicht nach oben und jetzt weiß ich auch warum. Sieht aus, als hätte ein wildes Tier dort gelebt und nicht ein kleines Mädchen. Was für ein kleines Mädchen? Wovon sprach David? Hatte meine Mutter etwas mit diesem albtraumhaften Raum zu tun? Batterie. Sehr schön. Oh ja, das Auge könntest du eventuell einsetzen. Was da so aussieht. Ja, dachte ich mir auch. Aber nee. Nüchte.
So, was gibt's denn noch hier? Ach, warte mal, Eisenbahnschienen zusammenlegen. Ach, du okay. Ach, ei. Ach, ei. Okay, also wir müssen das anscheinend mit dem verbinden. Okay, du hast... Okay, du hast... Oh. Also... Ist egal wie, musst du alle Teile verbauen? Das... Das du hast hier ist feste, fest. Genau, du hast nämlich feste Strecken, sehe ich gerade. 3 Stück insgesamt. Ja. Na, das ist ja aber doch... Ach so, ich habe hier von 3, hier von 5. Ah, okay. Genau, klar. Davon 6. Na, das ist ja... Das ist ja ein Spaß. Gucken wir nochmal. Ja, das machst du schon. Hast du doch als Kind bestimmt auch gemacht. Ja, ja. Aber ich war clever, ich hab dann das einfach weggeräumt irgendwie. Also, Alloy. Das war mal nicht schlecht. Eine schöne Kurve noch in die bastelt hier. Okay. Nice. So, da haben wir schon mal ein Stück vom Elefanten. Ein Stück vom kaputten Elefanten. So, schön. Okay, im Atelier können wir was machen und im Flur können wir wieder aktiv werden. Die Tür ist abgeschlossen. Kannst die Harke mitnehmen. Die Harke. Ach, die Harke. So, die Batterie können wir nehmen. Ja. So, mal hier hin. Nein, wir brauchen. Nein! Du brauchst 20 Stück, wir brauchen noch eine. Kacke. Okay, dann mal vor das Haus. Die führt es bestimmt vorm Haus, würde ich gerade sagen. Genau. Wrecking the Lawn. So. Ach ja, da ist ja noch irgendwas runtergefallen, stimmt. Ja, das bringt uns ja. Ach, das war ja. Totalen toll. Scheiß, Alter. So ein Mist. Nö. Okay, schade. Was können wir denn jetzt hier eventuell? Haben wir denn was war? Was für ein Scheiß. Warte mal, hier hat er noch was anderes geleuchtet. Kann das sein? Ja. Ja. Zange. Nee, okay. Na dann das Isolierband. Das Tapeband, was du da bei der Puppe gefunden hast. Wie das noch? Jo, ganz rechts. Ach, jetzt hast du das Ding angemacht für, Da. Laserschleifen? Stumpfe Messer macht scharfe Messer. So, können wir damit hier mal knacken? Nee. So, aber vorhin wird dieses Gewicht. Wozu das Gewicht? What can we do? Können wir den Nagel eventuell magnetisieren? Bringt das was? Bringt das was? Nee. Das bringt nichts. Und. Oh, achso, jetzt kannst du. Oh, okay. Ein neues Wimmelbild wartet auf uns. Okay, ein Sägeblatt. Dann brauchen wir noch bestimmt die Säge. Flump, flump. Das hätten wir. Handschuh. Okay, hier brauchen wir einen Code. Hier brauchen wir noch einen Code. Den haben wir nicht. Hier oben, was haben wir denn da? Ist zu dünn aus dem. Okay, alles klar. Aha, das ist ein Ogenversteck. Und jetzt haben wir einen Lappen. Und mit diesem Lappen wischen wir hier. Hier ist auf jeden Fall schon mal die Zahl drunter. Okay, alles klar. Dann mal hier mal kurz einmal okay. Mit der Bedien. So, 1, 2, 3. Das ist doch mal schön. Das ist schön. Und wir finden eine Flügelmutter. So, wo sollen wir denn die Flügelmutter einsetzen?
bei der Säge. Jetzt können wir die Säge nehmen. Und jetzt sägen wir da oben die Kette durch. Ey, ich bin gerade völlig lost. So, wir haben Seilwände. Okay, wofür? Oh, wir müssen hier so ja noch weitermachen. Ich hätte jetzt gedacht, Messer aufstechen, hier Sitze. Weil du hast sehr geschärft. Gute Idee, tatsächlich. Alter Fuchs, und es ist eine Batterie vielleicht? Ja, es ist eine Batterie. Hervorragend. Der übliche Ort, wo man Batterien lagert. In Sitzen. Vernäht im Sitz. So, okay. Oh, das nächste nervende Kasper-Spiel hier. Nee, komm, ey, nicht nochmal so ein Ding. Hallo. Aha. Der Zugführer. Verstehe. Okay. Ah, damit du die Bahn laufen lassen kannst. Okay. Was ist unter diesem Schal? What? What? Wie? Platziere die Marken an der richtigen Stelle. Schiebe die Marken entlang der Schiene, bis sie auf die richtige Farbe treffen, okay? Wenn du eine Marke verschiebst, können sie eventuell eine Marke verschieben. Ach, okay. Die linke musste. Na, okay. Gut. Ja, sollte ja machbar sein. Okay. Aha. Ja, ich würde mal einfach. Würde mal einfach lospuzzeln. Ja. Mach mal. Einfacher als gedacht. Und abgebrannt alles. So, dies könnte nützlich sein. Für den Wasserhahn. Aber welcher Wasserhahn? Muss man den Zugführer hinstellen? So. Nein. Ah. Na, wirst du wohl. Auf geht's, kleiner Mann. Kleiner Playmobil-Zugführer. Na, wer weiß, was jetzt da drüben rauskommt. Ich hab's auf den Zug geschissen. Oh, schön so. Ah, willkommen bei Benny und Steve. Wo Niveau groß geschrieben wird. Das ist genauso schön. Ah, oh, ja, deswegen hasse ich kleine Puppen irgendwie. Unsere Mutter gab meiner Schwester und mir die gleiche Puppe. Sie dachte, dass wir da nicht eifersüchtig aufeinander wären. Kluge Sache. Ich habe meine an dem Tag, an dem meine Mutter starb, verloren. Ich kann mich nicht an diesen Tag erinnern. Heather meinte, es liege daran, dass ich bei Mutter war, als sie starb. Aber das glaube ich nicht. Als erstes dachte ich, dass dies meine Puppe ist. Aber meine hatte eine Naht auf ihrer Backe. Toll. Oh nein. Ach du Scheiße. Warte mal, wir haben noch hier... Was denn? Jupp. Ich hätte jetzt das Messerchen genommen. Messer? Ja, Messer oder Nagel, halt schon bei. Oh, es waren drei! Es waren drei, Benny! Ach ja. Im Hintergrund langgelaufen ist, ja, an die von The Ring. Wie ist sie nochmal? Selena? Nee, irgendwann mit S war das Samara. Samara. Wo? Hey. Und. Ah, der eine Raum ist offen. Oh.
Okay. Also, okay, so, bring Milch mit. Oh, ich habe Charles die gute Nachricht überbracht. Doch er ist darüber schockiert und macht sich große Gedanken. Am Anfang, als er von der Schwangerschaft erfuhr, schien er so ruhig. Aber die Tatsache, dass er Drillinge sind, hat ihn schockiert. Er scheint große Angst zu haben. Warum hatten unsere Nachbarn Angst, dass meine Mutter mehr als ein Kind auf die Welt brachte? Und warum waren sie nicht überrascht, als sie von der Schwangerschaft meiner jungen Mutter erfuhren? Hatte mein Großvater doch recht? Waren sie doch irgendwie in die Sache beteiligt? An der Sache beteiligt? Ja, na, jetzt dreimal darfst du raten. Dreimal darfst du raten, wo der Charles war. So. Alles klar, hier brauchen wir eine Kombination. Warum hat meine Mutter ein Hochzeitskleid angefertigt? Nach dem Tod unseres Vaters? Sie ist kein Freund. Ja, das dachtest du. Milchpulver. Ach, guck mal, Benny, wir haben eine Milchpulver gefunden. Memory. Steht da drüber. Atomic Memory. Atomic Memory. Und da brauchen wir wieder diesen Sternenschlüssel, den wir noch nicht haben. Hier haben wir nochmal so einen Wetzstein, so ein Gewicht. Was auch immer wir damit machen. Kann ich das mal haben, danke. Moment mal, das ist nicht der Deutsch. Den ich bin Bezirksarchitekt, dann heißt das, ja, das ist er. Das ist exakt der. Kann man die Tür aufmachen? Die Tür ist abgeschlossen. Aber nicht den Schlüssel. Der Tipp ist aber echt abgewichst, ey. Mein lieber Häsenklein. So, dann wollen wir mal ein bisschen Milchpulver jetzt hier drin machen. So, Cheshire, komm jetzt. Milchpulver. Was? Geisterkatze. Ja. Oh, was war das? Ein kleiner Vogelkopf? Nein, es ist ein ganzer Vogel. Ach, der kann halt in den Käfig. Richtig. Und der Käfig war da. Boing. So. Du kleiner Vogel, kommst hier rein. Dazu. Und wir haben eine Kurbel. Für die Angel in der Ecke? So eine Kurbel? Ich weiß nicht, ob wir Kurbel brauchen. Nein, wir brauchen ja tatsächlich noch die Angelsehne. Ja. Ich brauche noch die Angelsehne. Ach, echt, ja, ist das hierfür? Ah, okay. Okay, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Und was jetzt? Oh, Memory spielen. No. So, jetzt bin ich jetzt, ja? Oh. Sag mir. 6 Sag und 9, mir. Unten rechts. Hooray! Na, Gott sei Dank. Das war ja jetzt hier mal eine Geburt, Alter. Mein lieber Herr Sangsverein, damit haben wir jetzt uns nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Nein. So, was haben wir denn jetzt überhaupt bekommen? Oh, den Sohn. So, was haben wir bekommen? Ich weiß nicht, was wir bekommen haben, Benni. Ich weiß auch nicht. Du kannst ja doch mal reingucken. Oder hast du einfach aufgenommen? Okay. Naja, wenn ich irgendwas aufnehme, denke ich, dass ich es ja irgendwo habe. Ne? Ja, ja. Hm. Ah, liegt da noch was auf dem Bett? Das ist da oben. Oh, das war eigentlich. Ist das ein Ticket für Zirkus oder irgendwas? Vielleicht ja auch. Steht da irgendwas wegen der Zahlenkombination? Tür ist abgeschlossen. Tja. Kannst du da hier was erkennen? Oh, warte. Mal ein bisschen Admin 1. Ja, nee. Irgendwas kannst du nee. Vergrößern? Nee, nein, das ist nichts. Kannst du ein Auge? Kannst du das Auge da drauf packen, damit es.
Das Glasauge einfach da aufschmeißen? Kannst dich erkennen, mal Auge fragen. Großartig. So, da wird's wohl Zeit. Und was bestimmt mit dem Kleid. Okay. Aha, super. Ja. Ja, bringt ja jetzt ja was. So, sollen wir dich irgendwie rausstochern? Mit dem Nagel vielleicht? Oder mit der Zange? Ja, stimmt. Ja, das macht alles so keinen Sinn irgendwie. Die Nagel? Ja. Bei Seilzug macht ja auch keinen Sinn, oder? Ja. Na. Was sagt denn der Hinweis? Achso, und der Hinweis sagt jetzt, jetzt nur, könnten wir nur springen, quasi. Nee, ich meine da oben, das Fragezeichen oben rechts. Gibt die Kombination, um das Schloss zu öffnen, ne? Das, okay. Das ist jetzt natürlich kein wirklicher Tipp. Was haben wir unten links im Buch? Ist da noch irgendwas, was abgebildet ist, was uns hilft? Oh, zum Beispiel 1984? Ja, genau, die Zahl wird sein. Oh, ein paar Kassetten, toll. Und einen Angelhaken. Ja, dass das natürlich jetzt hier im Buch steht, das habe ich jetzt nicht geahnt. So. Ah, wahrscheinlich. Also, nee. Nee, die Kassetten. Oh, die Kassetten hier. I don't even know why I'm recording this. I know you'll never hear it. I told you that your father was killed in an accident. I told my parents he was too young to be a father and ran off. Lies. The truth is that you have no father. I know how insane that sounds. I almost don't believe it myself. I had to lie about you all my life and about Dahlia, your third sister. I'm almost at the end of the tape. Where did I put that second? Ist euch schwindelt, da war nur Hans Fülle drauf. Ja, guck mal, wir sind also eine unbefleckte Empfängnis. Und wir haben einen weiteren, das Baumhaus-Schlüsselchen. Haben wir gefunden. Wir haben das Schlüsselchen für den Baumhaus gefunden. Pass auf jetzt. Die Laudius-Familie kam vorbei, um uns zu gratulieren. Wie haben sie so schnell von der Geburt erfahren? Die Schwangerschaft hat sie weniger überrascht, als Elisabeth selbst überrascht war. Ich wünschte, wir müssten sie nicht so oft sehen. Sie sagten, dass sie die Krankenhauskosten übernehmen und sogar ein Spielzimmer einrichten würden. Sie sagten immer wieder, dass wir Teil ihrer Familie sind und sie Kinder lieben. Ich hasse sie. Das ist krass, wie schnell die Musik immer abbricht. Ich kann mich erinnern, dass David und Martha, Mutter immer, die Laudius-Familie fragten, nachdem sie von ihrer Schwangerschaft erfuhren. Ich kann mich auch noch erinnern, als Großvater zum Anwesen der Laudius ging, er war sehr wütend. Aber als wir noch klein waren, spielten wir immer bei der Laudius-Familie. Die heißen die Laudius. Oh. Jetzt wurde festgenagelt. Moment. Das war kein Zimmermannshammer, aber wir probieren unsere. Nein, natürlich nicht. Drahtzange wird. Ach, gib mal mit der Drahtzange. Na, das ist doch. Okay, kann man auch machen. Kann man machen. So, das hätten wir. Mother. Elisabeth.
unsere Mutter. Ihr Zimmer zu sehen, macht mich sehr traurig. Ich habe sie gesehen, wie sie am Fenster stand und uns beim Spielen im Garten beobachtete. Sie konnte wegen Dahlia nicht mit uns spielen. Sie musste sich fürchterlich einsam gefühlt haben. Sie war 17, als wir geboren wurden. Ich habe wirklich viel Respekt vor ihr. Sie kannte die Wahrheit. Und sie hielt alles, solange sie konnte, verborgen. Heather erzählte mir, dass ich in Mutters Zimmer war, als sie sich umbrachte. Sie sagte, dass ich mich an nichts erinnern könnte, da ich unter Schock stand. Aber warum habe ich nicht versucht, sie zu retten? Haben wir noch eine Lampe? Nope. So, befinden sich einige Formen, aber man kann schlecht erkennen, wenn das Licht angeht. Ja. Okay. Ein Dartpfeil. Ja, aber, ne? Bullseye. Okay. Bella. Ah. Flup. Tschüss, kleines Flugzeug. Birne. Lampe. Birne. Lampe. Birne. Segel. Kleines Schiff. Also, Schiff ist cool. Gefällt mir. Einfach einen Arsch gemacht. Einfach nur kaputt gemacht. Das Schiff gefällt mir. Ja, mir auch. Ich mach's kaputt. So, dann haben wir die Emblem. Klack. Ah, die Muschel. Die Muschel. So, haben wir... Nee, haben wir nicht. Aha. Ah, die Gewichte. Die Frage ist, haben wir jetzt schon alle Gewichte? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Ist nur ein Gewicht? Ja. Ich glaube, eins muss kommen. Immer noch nicht schwer genug. Okay. Es ist noch nicht schwer genug. Oh, warte mal, wir können immer noch was machen. But. Flump. Hast du noch einen Schraubenzieher? Nee. Wo habe ich noch einen Schraubenzieher? Nee, einen Schraubenschlüssel. Haben wir? Wozu ist denn dieser Hebel? Sag mal. Den schleppen wir schon sehr lange jetzt mit uns rum. So. In der Küche können wir etwas tun. Was können wir jetzt in der Küche tun? Warte mal, hier war ja... Das Feuerwehrsymbol. Hier haben wir den Schlauch. Man weiß ja, Lauch mit. So. Können wir jetzt hier den... Ah, nee, Muschel. Schau bitte. Ist viel lesen. Ja. Unsere Tochter ist schwanger. Yippie. Das ist wohl der Grund, warum sie sich in letzter Zeit so verändert hat. Sie muss fürchterliche Angst gehabt haben. Sie ist sehr jung, aber vielleicht ist das gut. Aber wer ist der Vater? Wow. Mutter war wirklich sehr jung, als sie schwanger wurde. Kein Wunder, dass sie keine Menschenseele davon erzählen wollte. Ich hätte auch größere Angst gehabt. Vielleicht werde ich durch diesen Brief endlich erfahren, wer mein Vater ist. Und so, dann hätten wir noch Lösungsmittel. Lösemittel. Ja, Benny, und? Wer glaubst du denn, wenn der Vater ist? Der Großvater. Was? Ich glaube, es gab gar keinen Papa, wie sie schon sagt. Und das ist halt der Papa, der Großvater ist. Der eigentliche. Meinst du? Ja, leider. Nee, ist doch mit Lösemittel, oder? Was war jetzt gerade Lösemittel? Lösemittel. Löse. Boah, hast du das nächste Gewicht? Oha. Mehrere Sachen hier abzuspielen jetzt hier gerade. Totenkopf. Gut. Wir haben immer ganz am Anfang Köpfe. Ja, aber nicht alle, ne? Nicht genug. Warte mal. Oh. Schraubenschlüssel. Schraubenschlüssel.
hier? Warte mal hier. Vielleicht da der Hammer? Zugeschraubt. Oh, glaube ich. Ja, wir können den Hammer mal probieren. Nee, macht er nicht. Ich hätte gedacht, dass er vielleicht die Wand damit versucht durchzudrücken. Ja, die Frage ist... Ja, können wir jetzt noch irgendwie mit der Wand agieren? Nee. No, we can't. Ach, jetzt weiß ich, warum du das mit dem Gewicht machen sollst. Okay, damit du das danach heraustragen kannst. Hm, okay. Ja, guck mal, ob wir das gleich schon machen können. Dann müsstest du, glaube ich, jetzt das eine nehmen. Und dann müsste das eigentlich schon passen. Genau, es müsste jetzt das letzte gewesen sein. Und jetzt... Kannst du damit nicht noch interagieren, weil das leuchtet? Eigentlich möchte ich die Gewichte nicht nach oben tragen. Was? Ich sollte das andere Teil mit etwas verbinden. Ach so, ja, du musst jetzt wahrscheinlich nochmal runter. Das Seil, was vor dem Ding liegt, quasi zum Keller, wo denn dieser, genau hier, dieser, da rechts. Nee. Da rechts zum Kellereingang. Ach so. Ja, genau. Dass du damit das Seil verbindest, dann das Ding runterschmeißt, so nach dem Motto. Damit es dann wegfliegt. Und jetzt quasi das Gegengewicht einfach runter da. Das ist keine Reaktion. Gar nichts. So, aber das Ding ist wegbewegt worden. Schön. Naja, jetzt sind wir schon im Gallery. Seitdem Charles Elisabeth den Anhänger gegeben hat, spielt sie nur noch im Keller. Martha sagt, dass ich mir viel zu viele Gedanken mache, aber mir passt es nicht. Der Anhänger sieht sehr alt und wertvoll aus und Elisabeth liebt ihn abgöttisch. Sie spricht sogar stundenlang mit ihm. Ich würde ihn am liebsten zurückbringen, aber Martha sagt, dass das die Nachbarn verärgern würde. Sie hat natürlich recht. Es ist nur ein Anhänger und sie haben uns immer geholfen. Meine Großeltern fanden meine Mutter bewusstlos im Keller und kurz darauf erfuhren sie von der Schwangerschaft. Das gefällt mir überhaupt nicht. Am liebsten würde ich diesen Brief nicht lesen. Oh, guck mal. Nein. The second part of the elephant. So, was... Okay. So, was haben wir da vorne? Achso, den Griff brauchst du wahrscheinlich. Nee, den Leim. Nee, den Griff brauchst du woanders. Das ist der Hebel wahrscheinlich. Zup. Blup. So, okay. Ach, deswegen Magnet, wegen Magnetisierung. Okay, verstehe. Ein Glas mit Wasser einkorken und einen magnetisierten Pfeil brauchen wir. Denn Gott bewahre, wir müssen unbedingt wissen, wo Norden ist. Oh, da hast du sogar noch so ein Dings hier, so ein Fischer-Ding an der Wand. Und so ein... Ah, genau. Schön. Fischer-Ding? Fischer-Ding, ja, Garn, okay. Keine Ahnung. Angelsehne. Danke. Schön. Ich bin kein Angler, ich mag keinen Fisch. Ich auch nicht. Also, mag Fisch, bin aber auch kein Angler. Und links hast du jetzt den zum... Genau. Wasserhahn hier mehr? Wasserhahn. Können wir den hier anschließen? Das ist ja super. Oh, schön. Achso. So. Aber das haben wir auch nicht. Na gut, vielleicht können wir jetzt ja uns erstmal die Angel schnappen und damit, das Rad ist im Brunnen. Flup. Ah, stimmt. Ja, müssen wir fischen. So, catch die Angel. La 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 la. So, Angel, gib ihm. Null. Verlump. So, jetzt gucken wir mal. Wir wollen ja auch da reinlaufen. Ah. So sieht's also aus. So, jetzt verstehe jetzt. Ach so, das ist. Aha. Okay.
Szene 3. Oh, warte mal, hier oben sehen wir schon Ponocchi hier, warte mal. Immobilienmakler. Ich wollte nicht in seinem Geldbeutel stöbern, deswegen kenne ich seinen Namen nicht. Er wurde als Makler beauftragt, kurz nachdem wir mit den Zahlungen für unser Haus in Zahlungsverzug gerieten. Eindeutigerweise konnte er das Haus nicht verkaufen. Er hat etwas Rotes an sich. Was? Er hat etwas Rotes an sich? Ja. Ist ja eventuell von der SPD. Kann das sein? Oder von den Linken. Ansonsten kann ich das jetzt hier nicht deuten. Oh, warte mal, hier vorne liegt noch etwas. Eine Schaufel. Nein, Mensch. Ja, okay. Er hat noch was im Mund? Er hat noch... Es sieht nach einer Schrift dran aus. Martha hat diesen blöden Elefanten zerbrochen und ich habe ihren Brief weggenommen. Ich komme mir richtig blöd vor. Jetzt haben wir es. Ich werde ihr die Briefe sofort morgen früh zurückgeben und mich bei ihr entschuldigen. Aber als erstes werde ich Charles Laudius mitteilen, dass wir ausziehen. Ich habe etwas Schreckliches entdeckt. Wenn doch bloß meine Großmutter diesen Brief gefunden hätte. Bedeutet das etwa, dass David diesen Friedhof auch gefunden hat? Warum hat er niemand davon erzählt? Seltsam, dass er einen Herzinfarkt erlitt, bevor er sich mit Charles Laudius treffen konnte. Tja, das ist schon sehr mysteriös, Benny, oder? Was sagst du dazu? Ja, also... Ist da etwa machen Asche? Wir denn jetzt mit der Asche? Na, warte mal, wir haben eine Schaufel, vielleicht können wir sich mal ein bisschen aufschüppen? Nee, das klappt leider nicht. Hätten wir sonst noch was? Ein Feuerzeug zum Anzünden. Zum aber Asche, mal. Asche anzünden? Asche anzünden, meinst du? Das funktioniert nicht. Meinst du? Meinst du? Ein Staubsauger wäre schön so. Stechen hier mit dem. Der will das da. Okay, gut, dann schauen wir uns doch mal tatsächlich. Also, wir sind jetzt hier anscheinend in einer Gruft gelandet, ne? So würde ich das jetzt hier mal so interpretieren. An der Maske blinkt's noch. Rechts. Da, die mittlere hier beim Stein. Hier? Ja, da. Ja, das ist ein Riss. Das ist ein Riss und ich kann etwas Metallenes darin sehen. Vielleicht kann ich es mit irgendetwas aufbrechen. Oh, Benny, du altes Adlerauge. Ich probiere mal den Dolch. Nö. Ich probiere mal den Nagel. Jawohl. Und wir haben... Mit dem Hammer. Den Hammer. Ja, und schon können wir die Jacke da anhängen. Ah! Ein weiterer Kristallschädel. So, jetzt fehlen nur noch... Dö. So, warte mal. Oh, hier haben wir noch... Ihr eine Bulb haben wir noch nicht gefunden hier. Eine Bulb. So, okay. Dann schreiten wir mal voran. So, erstmal kurz mal so ein bisschen ein Bild abscannen hier. Das ist natürlich alles sehr wimmelbildig. Wer hätte es gedacht, in einem Wimmelspiel. Der Ritter trägt eine verrostete Maske. Ich kann sie sicherlich irgendwie entfernen. So, lass mich raten. Dafür brauchen wir wieder Öl oder irgend so ein Schnalotz. Da kommt die Segen war jetzt hier runter. So, mit dem Dolch vielleicht? Hoch nicht. Nee, macht er nicht. Also wir brauchen wahrscheinlich, wenn es heißt rostige Maske, brauchen wir Öl. Ich könnte diese Kerze anzünden, Leute. Du. Ja. Benutze Feuerzeug mit Kerze. Schön. Und hier haben wir ein Auge und... Also lehne mich weit aus dem Fenster und sage, benutze Glasauge mit... Das da. Ja, hallo. Ein Schlüssel, wir haben einen Schlüssel gefunden. Ein Thronschlüssel. Okay, okay. Cool. Wo ist die Truhe? Die Statue wurden aus Stein gemeißelt und sehen sehr alt aus. Fast wie aus dem mittelalterlichen Jürp. Okay. Fällt hier jetzt so ad hoc irgendwas noch ins Auge? Nee. Also das Schild an dieser Säule hinter dem Maskenmann vielleicht noch. Aber nee, da kommt es auch nicht ran. Senixe. Ja, okay, dann müssen wir mal schauen, ob wir erstmal hier irgendwo vielleicht eine Truhe finden. Warte mal, hier können wir da noch hin? Ja, hier kommen wir hin. Okay. What do we got hier? So, warte mal, hier haben wir eine Kette. Der Grabstein ist umgefallen. Das ach was. Ja, ist ja ein Ding. Das kann man an der Kette hier oben sehen. Na gut, dann schauen wir uns mal den Wasserspeier an. Dieser Grabstein sieht anders aus. Fast wie ein Tor. Ja, hier werden wir wahrscheinlich die Kristallschädel brauchen, ne? Ja, die 7 Stück. Die 7 Stück, wovon wir nur 5 haben. Ein in Stein eingelegtes Kreuz. Seltsamerweise befindet sich wenig Staub darauf. Es scheint, als wäre es hier vor kurzem platziert worden. Na klar, vom hiesigen Steinmetz. Okay. Können wir denn hier irgendwas? Oh, hier ist noch was.
Laudius and Son. Das Haus wurde von der Laudius-Familie gebaut. Aber aus welchem Grund haben sie das Haus auf einem Friedhof gebaut? Das ist doch verrückt. Warum würde jemand so etwas machen? Tja. Fragen über Fragen. Na. Ja, okay. Tatsächlich. Seilwinde. Können wir mit der Seilwinde was machen? Oh ja. Oh ja. Oh Gott. Ernsthaft? Und oh, guck mal. Wir haben ein Korkenzieher gefunden. Forward auch ever. Sollen wir mit dem Korkenzieher. Ach nee, können wir nicht. Haben wir ja schon aufgemacht. Ich wollte gerade fragen, ob wir hier die Maske öffnen können, aber die haben wir ja schon geöffnet. Oh, was haben wir denn da? Ich glaube, dass. Oh, warte mal. Können wir hier vielleicht. Ja, erstmal mit der Säge? Nee. Oder macht er nicht? Nee. Ich glaube, dass dies Baumwurzeln sind. Ja, dann machst du doch weg. Mit dem Dolch? Naja, wird. Ich hab nur. Deswegen halt erst die Säge probiert, weil ich dachte, naja, vielleicht sägt das einmal weg. Aber. Tja. Das, okay, Benni, was. Ich meine, also. Also, wie logisch ist ein Wimmelbild aufgebaut? Weil probier's mit dem Feuerzeug. Abbrennen. Naja, ich weiß nicht, ob das eine Logik ist dahinter. Das weiß ich nicht. Das ist meistens schon eine sehr, sehr stumpfe Logik eigentlich dahinter. Also, ist halt, da muss man jetzt nicht über acht Ecken denken. Da ist halt, wenn du eine Ölkanne findest, weißt du, irgendwas rostet, musst du damit einschmieren. Ja, da muss man nicht irgendwie daraus noch Benzin gewinnen. Also, vielleicht tue ich jetzt auch den Wimmelbildern Unrecht, also den Spielen von Wimmelbildern. Aber, naja. Aus meiner Erfahrung, sag ich mal, es ist eigentlich alles relativ. Warum? Geh doch nochmal gucken bei der Übersicht mit dem Bild. Bei der ja. Okay, gut, das. Ah, schau mal. Wir sind ja immer noch am Haus. Ja, ja, weil wir haben nämlich auch noch diese Schachfigur, die hat mich gerade im Inventar ein bisschen irritiert. Leck mich doch am Arsch. Na, sage mal. Ich dachte, der Drops ist gelutscht. Aber nein, guck mal, wir haben hier ein Sieb. Ein Sieb, Benni. Ah, okay. Dann mit der Asche. Okay, verstehe. Ja, ja. Ich brauche keinen zweiten Ausgang. Noch nicht. Noch nicht? Na Mensch, ich dachte, wir sind jetzt hier irgendwo um nirgendwo, was weiß ich, komplett verschollen. So, was können wir denn hier machen? Ach, na Mensch, jetzt. Aber. Hallo? Oder, hallo? Aber. Was eigentlich? Schaufel. 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 Jawohl, Benni. Sehr schön, wir haben eine Schaufel Klebstoffpulver. Großartig. Großartig. So, dann. Wofür brauchen wir die Schaufel Klebstoffpulver? Das ist einfach, um die wegzuziehen. Einfach, um die wegzuziehen. So, hier hätten wir jetzt. Hier kommen wir tun. Ja, hier hätte ich jetzt gesagt, das sieht bei der Asche. So, ja, das. Achso, ja, das sieht bei der Asche. Na klar, das sieht bei der Asche. Und der Benni hat es einfach drauf. Der Benni hat es einfach mal drauf. Und da ist Nummer 6, mein Freund. Da ist er. Da ist er. Da hat er. Sehr nice. Schön. Okay, jetzt haben wir hier noch, wo der. Speicher ist. Hier können wir noch was tun. Ah, deswegen der Kleber. Aha, aha. Aber warte mal, wir müssen es ja erstmal flump. Ja, dann brauchen wir wahrscheinlich nur noch Wasser. Halt fast Angst. Was ist denn da nochmal für ein Zeichen gewesen? War da irgendwas gewesen mit, achso. Als erstes muss ich ein Feuer entfachen. Na, wo denn? Hier? Ja. Jawohl. Ja, tschüss. Nice. Aha. Ja gut. Und jetzt, was ist denn jetzt? Kompass fehlt noch. Was? Soll ich jetzt hier nicht den. Er klebt noch zusammen, Alter. Was denn das für eine Scheiße? Ach, jetzt musst du ihn bestimmt hier in die Ding stellen, um ihn Spannbock. Ja, genau. Also, wenn ich vorhin sagte, dass Wimmelbilder logisch aufgebaut sind, vergesst es. So, warte mal. Oh, geil. Oh, ja, natürlich, man muss den halt über so einen Spannbock zusammenknallen. Ist ja logisch. Sieht doch ja nicht kaputt, denn. Aber ist eine andere Geschichte. Okay, der Dining Room gibt uns jetzt noch eine Option. Da können wir ja, glaube ich, den Elefanten, glaube ich, da wieder hin. Genau. So. Ah. Diese ausgetüfteten Mechanismen, die alle verbaut haben, wa? Ist schon, glaube ich, alles. Genie mit 25
Masterabschlüssen in Ingenieurwesen, glaube ich. Okay, was haben wir denn? Ein Wörterbuch. Das Blöde, dass man sich die auch nicht angucken kann, ne? Dass man erstmal sagen können, untersuche Wörterbuch, um... Oh, nee, warte mal. Ganz kurz. Nee, leider nicht. Okay, am Baumhaus können wir noch was machen. So, hier können wir doch vielleicht mal eine Bulbrin machen. So, mach zu, das Ding. Vielleicht einfach anmachen. Alter. Die Glühbirne scheint in uns zu sein, allerdings gibt es keine Stromverbindung. Ja, das ist... Oh, sind hier noch eine Pudunse? Ohne einen Korkenzieher. Zieht jetzt hier einen Korken aus der Reling oder was? Und darunter ist Nummer 6. Jawohl. Nee, Nummer 7, jetzt, richtig. Entschuldige bitte. So, nice. You got it. Im Moment gibt es hier nichts zu tun. So, jetzt dürft ihr eigentlich nur noch... Oh nee, du nicht. Hier haben wir noch was zu tun? Ja, hier ist bestimmt die Stromversorgung, oder? War das nicht hier unten? Achso, hier werden wir jetzt rübergekommen zu Sektor 3. Ja, aber irgendwo... So, also hier ist die Stegas, ne? Stegas. Können wir irgendwas mit dem Schlauch machen? Mit dem Anschluss? Ja, ne? Ja, Schlauch. Tja, gute Frage. Mach mal zu, hier den Scheiß. Ne? Sehe jetzt auch nichts. Also ein. Warte mal. Achso, jetzt. Ja, das ist nur wieder hier drüben. Oder müssen wir hier irgendwas tun? Ne, da fehlen uns noch einige Teile. Kompass fehlen immer noch einige Teile. Was haben wir denn eigentlich alles da? Achso, wir könnten. Könntest du den Korken schon mal dahin packen, ne? Das schauen wir mal. Für einen Kompass brauche ich eine Nadel, Magnet, Glaswasser. Korken, Glaswasser. Ja, okay, also ne? Nadel und das Wasser fehlt uns. Und der Magnet. Tja, da weiß ich jetzt ad hoc nicht, was wir hier jetzt machen könnten. Aber wir packen hier erstmal die 7 Ponyckels drin. Echt jetzt? Ich glaube, ich sollte mehr Totenköpfe. Weiß. So. Zack. Und jetzt fehlt noch was in der Mitte. Einen Stein, ein gelegtes Kreuz. Seltsamerweise befindet sich wie in ihrer Tappenschrift. Was? Ah, okay, das müssen wir jetzt mit einer Rhythmik betätigen. Oh, okay, warte mal. So. Aha. Ja, der Indikator ist halt immer... Achso, dass der eine anbleibt. Die müssen anbleiben. Genau. Nein. Nice. Okay. Jetzt ist es der hier. Ja! Ah, nee. Shit. Nein. 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 Aber hat er gemacht. Sehr schön. So. Ich sollte nach einer Kombination suchen. Wie? Was? Wir haben noch einen. Was ist los, Alter? Nimm das Kreuz hier, Junge! Ich sollte nach einer Kombination suchen. Ja, er ist ja lustig, der Typ, Alter. Was ist auf dem Steinbaum? Schrift. Wie genau? Wörterbuch. Das Wörterbuch. Ja. Das Wörterbuch. Ach du verrückter Teufelskerl. Jawohl. Hier, da. Zack. Nö. Nee. Du kannst dich jetzt bewegen. Warum kann ich denn? Ich möchte jetzt hier bitte mal auf mein Menü. Ah, was? Ja, ja. Fett. Warte mal, Fett. So, macht er 2 an und wenn ich jetzt ruf drücke, setzt er sich wieder und alle sind aus. Aha, dann machen wir 2 mal an und dann einmal nach rechts. Also. Nee. Also jetzt links, links, rechts. Ja. Aha. Oh, das ist ja beschissen. Ah, was meinst du? Ah, komm, links, ja, würde ich machen. Okay, cool. Oh yeah, jetzt wird's jetzt. Schwierig. Let's do it! Ah! Jetzt! Ah, nein! Fuck. Scheiße. Nee, na kacke.
Ja, nochmal. Und jetzt aber so, oder? Was sagst du? Jawoll. So, leichteste Übung für uns gewesen jetzt hier. Und jetzt gehen wir ins Grab, oder was? Oha, okay. Da geht die Frage nicht rein. Was? Ja, aber ne? Also, nee. Ist einfach nein. So, okay, dann gucken wir uns jetzt mal den Sarkophag an. Der Deckel wurde aus Stein gemeißelt und dort befindet sich ein Mechanismus, mit dem er geöffnet werden kann. Tja, okay, wie? Was ist das denn? Ich brauche irgendeinen Orientierungspunkt, um die Schalter richtig zu drücken. Aha, 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 okay, alles klar. Also wir haben 4 Schalter, die hier gedrückt werden müssen. Ah! Ach, ah, hier, guck mal hier, der von Norek hier, Junge. Was für ein Scheiß, Alter. Der baut seine Mechanismen. Sollte das wahrscheinlich nicht berühren, bis ich die richtige Position kenne. Es muss irgendwo einen Hinweis geben. Ja, eventuell. Vielleicht. Wer weiß das schon. So, und okay, alles klar. Wir brauchen also en masse irgendwelche Schachfiguren. Oh, den nehmen wir doch mal mit. Und der ist bestimmt fest. An 2 Halterungen befestigt. Es gibt doch sicherlich einen Weg, sie zu öffnen. Oh, hier ist so ein Schlüssel. Was ist das für ein Schlüssel? Großvaters Schlüssel, na Mensch. Als erstes muss ich das richtige Muster finden. Oh. Man probiert doch einfach aus, Mäuschen. Okay. Was haben wir hier? Hier haben wir noch eine kleine Zwergentür. Tag. Wissen wir nicht, ob Opas Schlüssel passt? Nee. Oder anscheinend nicht. Wir müssen es wahrscheinlich festschrauben erstmal. Damit man es dann vernünftig aufschließen kann. Also. Sie mit dem Dolch einfach aufbrechen? Meinst du, aufbrechen? Ja, nee. Schade. Also, ist jetzt halt stumpf, ne? Aber. Also, man kann kein Schloss mit einem Schraubenschloss hier festschrauben, es sei denn, du hast dicke, fette Muttern. Oder also, man muss einfach nur so lange rumtuddeln, bis es abfällt. Na, das ist ja toll. Das ist was für ein Schwachsinn. Mehrere Zahnräder fehlen, alles klar. Okay. Ja, okay. Zahnräder. Zahnräder. Okay. Oh, was für ein Knirschen. So, was haben wir hier noch? Ich frage mich, wie lange diese Fackeln brennen können. Ja. Okay, fällt dir noch was auf? Ansonsten würde ich hier mal in die Tür reingehen. Machen wir in die Tür? Also von da sind wir, glaube ich, gekommen, oder? Nee, wir sind von unten. Also, okay. Okay. Aha. Oh, hier ist Wimmelbild angesagt. Aha. The man got a ticket. Ich möchte ihn nicht anfassen. Das habt ihr doch nicht so. Ich habe das Mädchen bis zum Brunnen verfolgt. Aber als ich meine Hand nach ihr ausstreckte, drehte sie sich um und ihr Gesicht. Es war das Gesicht meiner kleinen Angie. Allerdings war es fürchterlich entstellt. Ich habe mir beide Beine gebrochen. Ich komme hier nicht raus. Ich höre sie im Nebenzimmer. Ich kann ihre Schatten an der Wand sehen. Sie suchen nach mir. Bitte, hilf mir. Ja, es ist so schrecklich. Moment mal, auf dem Notizblock steht Laudius Immobilien. Haben Sie ihn etwa absichtlich hierher geschickt? Ah, hi, Emily. Okay. Ist das etwa der Immobilienmakler? Der Mann im roten Anzug? Der Mann mit dem Rot hier? Ja. So, was ist das? Das ist ein alter, zerbrochener Cricketschläger, natürlich. klar, da ist sowas bei. So, was hast du hier? Du willst bestimmte Zepter haben und dann liegt das hier wahrscheinlich auf. Das Buch muss von woanders geöffnet werden. Ja, ist auch klar. So, dann gucken wir mal, was das hier noch ist. Im Grund ist ein riesiger Riss. Seltsam, es scheint, als würde sich etwas darunter befinden. Tja, das dem wird vielleicht auch so sein. Gut, dann würde ich mal sagen, sind wir bereit? Na komm. Auf geht's. War doch kein Müll. Okay. Okay. Streichhölzer. Doch. Doch. Nee, ist doch glubig. Ja, doch, ist doch ein Wimmelbild. Wir haben ja keine Sachen mehr hier. Okay, also wir müssen jetzt. Sammeln mal erstmal bloß ein, wenn du schon unten irgendwie siehst, was wir davon sammeln können. Und was wir davon irgendwie eventuell kombinieren können, dann sag mal Bescheid. Der Kopf braucht einen Körper. Welt. Ja, da hast du einen Kopf. Hammer Grave. Nee, ich bin mein Homme. Du bist bestimmt. Was ist das jetzt hier für Stressmucke, hör mal. So, vielleicht können wir damit die Kerzen anmachen. Ich sagte, vielleicht können wir damit die Kerzen anmachen. Anscheinend nicht.
Anscheinend nicht. Anscheinend können wir sie einfach bloß einsacken. Oh, hier oben. Warte mal. Na, wir machen was anders. Die stellen wir da rein und jetzt versuchen wir sie anzuzünden. Und so ein Genie! Da hast du super gemacht. Super. Für den also, sowas von geil, oder? So, was können wir noch nehmen? Hast du die Streichhölzer eigentlich noch? Nee, sind jetzt gone. Also innerhalb dieser Wimmelbilder, glaube ich, kann man immer auch bloß eine Sache irgendwie benutzen und dann ist sie halt weg. Ich hätte jetzt gefragt, ob du dann eben halt hier die Fackel noch anmachen kannst, die, die rechts ist. Oh, deswegen dachte ich, das ist eine schöne Idee gewesen, Benni, ja? Hast du recht. Lampenblech. Lampenblech. Ah, okay. Ja. Fehlt dir noch eins? Haben wir denn hier irgendwas jetzt? Ja, mit dem Hammer, glaube ich, kannst du die Dinger da einschlagen. Also das, was er jetzt markiert, quasi. Pock. Oh, okay. Ah. Dann haben wir so ein Ponorek hier. Oh, warte mal, hier gibt's noch was. Ja, ja, du hast dann die vier, die drei Dinger da auf der Rechnung. Und die müsst ihr wahrscheinlich wieder sammeln und in die Säule einsetzen. Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Idee, Benni. Obwohl, wenn ich mir die so angucke, würde ich die behalten. Scheint sehr wertvoll zu sein. Der reine Raffgier ist schon wieder in dir erwacht. Ja, klar. Na, sag mal, was ist los hier? Ja, okay, da... Naja, wenigstens muss man nicht groß rumprobieren irgendwie. Dir sagt das Spiel sehr deutlich, wo die Dinger hinkommen und wo nicht. So, was haben wir hier? Eine Brille und ein Pinsel. Dies könnte nützlich sein. Dieser Schnickschnack, Alter, nur für einen Pinsel, ey. Darf nicht wahr sein. Ah, so. Ja, was war jetzt nochmal eigentlich Staub? Irgendwas war eigentlich Staub, was du wegwischen solltest. Wir gucken mal. So, hier war die Ritter. Es gibt im Moment nichts zu tun. Großvaterschlüssel, vielleicht hier irgendwie was mit Großvaterschlüssel? Na, das war jetzt. Ah, hier. Na, nee, ich glaube nicht, ne? Das wird nix. Nee. Was können wir hier noch tun? Oh. Ah. Hör mir. Wollte aber ganz, dolle sicher gehen, dass das nie geklaut wird. Tja, Pech. Einfach mal Pech ab. Ja, hier wird es immer noch angezeigt. Ich bin gespannt, was wir da scheinbar übersehen haben. Und hier ist anscheinend nochmal ein Wimmelbild jetzt für uns. Oder haben wir das noch nicht beendet? Da ist noch ein Messer. Nee, jetzt ist da ein Messer. Ah, okay. Und das Messer benutzen wir eventuell hier mit dem Sack oder was? Nö. Was ist denn jetzt? Ach, kannst du mit dem Messer die Diamanten wieder rausnehmen? Nee, kann. Aha, okay. Warum? Okay, ja. Verstehe ich das? Okay, was ist jetzt passiert? Wir haben. Die Diamanten sind alle erleuchtet. Oh, hier ist noch ein Buch. Ah, okay. Na klar. Das. Also. Leute. Aha. Ich hab jetzt aber auch keinen Hammer mehr, ne? Nee, aber du hast jetzt ein Measure. Und mit dem Measure kannst du bestimmt irgendwie... Hast du den ganzen... Nein, Alter, das Ding aufgeschnitten, anstatt nur das Fell aufzuschneiden. Nein. Gleich den kompletten Korpus weggerissen hier mit dem Messer. Was für ein Quatsch. So, wir haben einen Schlüssel und wir haben eine Truhe. Genau. Und noch mehr. Tant. Edelsteine. Okay. Athelstins. So. Aber das war noch nicht alles, oder? Nee, das war nicht alles. Nee, warte mal, hier oben ist noch. Hier war einmal etwas eingesetzt. Dann probieren wir nochmal hier die Edelsteine einzusetzen. Und wir haben eine Schallplatte gefunden. Ach, Kinder, nee. Rauf auf den, aufs Grammophon, das geht natürlich in den Arsch. Dafür bekommen wir Zahnräder. Ja, also dieser Tanz einfach nur jetzt. Dieser ist so scheiße, nur für Zahnräder. Da fällt man vom Glauben ab. Okay. Oh, also wir können wirklich an vielen Orten was machen. Ich probiere mal kurz hier. Oh, hier ist noch der Magnet. Aber den können wir nicht nehmen, ne? Dafür brauchen wir erst die Nadel. Kannst du die mit dem Kreuz rausholen? Nee, ne? Danke. No.
Hier ist ja das Buch rausgeploppt, ne? Zahnräder. Ja, manchmal tendiert man einfach so zum sinnlosen Kombinieren, wo man eigentlich schon von vornherein weiß, nee, nein, das kann nicht gehen. Aber na, man will es wenigstens probiert haben, weißt du? Ja, ja. Haben wir denn nicht genau da, wo du jetzt gerade bist, bei den Maschinen, haben wir da nicht noch was? Guck mal da, da ist ein Schlüssel. Ah! Großvater! David, unser Großvater, mein Großvater und ich verstanden uns sehr gut. Er war, beziehungsweise versuchte er, auf einfachem Fuße zu leben. Von ihm habe ich auch den Drang, Dinge zu reparieren, geerbt, anstelle einfach davon zu laufen. Als meine Mutter starb, verdächtigte er jeden, ganz besonders jeden der Laudius-Familie. Er hat mir seine Hintergründe nie verraten, aber ich nahm an, dass er jemanden brauchte, dem er die Schuld zuschieben konnte. Ja, Hobby. So, hier noch ein bisschen... Glas! Johnny Walker? Ja. Black so. Label? Black Label. So, jetzt bräuchten wir ja bloß noch, quasi, ne, eine Nadel. Und Wasser. Und Wasser, richtig. So, hier machen wir eine Kitchen, dann hätten wir glücklich schon mal Wasser. Das stimmt. Jetzt haben wir wieder weiter. Könnten wir als Nadel eigentlich das Kreuz nehmen? Glaube nicht, oder? Meinst du? Okay. Das ist ein bisschen heftig. So, was haben wir denn hier eigentlich noch nicht gemacht? Strom. Oh, das stimmt. Wir reparieren, die Räder sind kaputt. Ja, na dann. Sind ja. Hier fehlt nochmal die Sicherung. Die Sicherung. Hier, komm, dafür können wir mal hier. ja, ist ja schön und gut. Aber hier, was sollen wir jetzt hier machen? So, wir können es nicht mal reparieren. Warum können wir es denn anklicken? Ah, ich hab Durst. Nur einen Schluck Wasser trinken. Strom. Ne, wir brauchen halt Strom. Ström. Ja, aber wo kriegen wir die Sicherung her? Well, good question, next question. So, dann gehen wir mal wieder in die Katakombe. So, was können wir denn hier machen jetzt? Es gibt im Moment hier nichts zu tun. Oder soll ich dir das Kreuz heben? Oh ja, er will das Kreuz, er will ja nicht das Zepter. Okay. Jetzt brauchst du das Buch wahrscheinlich. Jetzt brauche ich ein Wörterbuch. Fantastisch. So, und jetzt haben wir hoch die Combination. Für? Das hoffentlich. Nee, doch nicht. Ja, wofür haben wir das jetzt? Was hat denn das jetzt gebracht gerade? Die Nummer. Kannst du nicht? Kannst du gar nicht darauf klicken? Ja, was ist das jetzt für ein Quatsch? Was ist denn das jetzt für ein Quatsch, bitte? Hier. Es muss hier sein. Ah, nee. Kann es auch nicht sein. Ah, doch, hier. Hör mal. Guck mal. Achai. Ach. Achai. Okay. Achai. Moment mal. Ja, wollen wir mal gucken. Ja doch, war doch richtig. Meinst du? Wenn du jetzt das nach links packst, das nach oben, den nach rechts, den nach unten, den nach oben packst, kommst du durch. Juhu! So. Bourbon. Ah! Okay, wir haben die Dame gefunden. Die Dame. The Dame. A Dame to Kill. So. Okay, das... Wo soll die rein? Da ist der König. Dann würde ich sagen, nimm mal Damen. Okay. Haben wir denn noch hier irgendwas vernehmen können? Oh, scheiße. No. So. No!
No. Oh. So, wir haben jetzt die einzigen beiden Räume, wo wir jetzt nicht wirklich wissen. Genau. Kann man mal auswiegen hier oder was? Oder mit der Bürste. Sicherung finden, herstellen, irgendwas? Was sagt denn unsere. Wir haben ja hier so ein Hilfe-Joker, oder? Die Pippi hier, oder was? Ja. Ja. Die würde uns verraten, was. Die würde dann irgendwie mit so einem Glitter würde die dahin düsen und sagen, hier musst du abmachen. Okay. Tja, also. Ist irgendwas bei den Fliesen oder was? Nee. Können wir bloß gerade aussehen? Also letztendlich muss es wahrscheinlich irgendwie hier sein. Wir können jetzt sagen, hier, stell mal Wasser hin. Nee, hier, stell mal Wasser hin. Alter. So. Kannst du den Korken schon reinpacken? Irgendwie kannst du die beiden Sachen kombinieren? Nee. Kann ich das jetzt hier nicht einfach hinstellen? Doch, kann er. Sehr schön. Das hat er, das hat er. Richtig, doch ist mir. Das ist ja Blödsinn. So, vielleicht ging es auch einfach nur ums Hinstellen. Ja, es ging nur ums Hinstellen. Und jetzt. Okay. So, wir haben jetzt noch einen Dolch. Kercher hier, so ein Besen und eine Säge. Teilsäge. Ja, mal sauber machen, bitte. Gut. Ja, geht's jetzt hoch, aber das ist ja ein eigenständiges Ding hier irgendwie. Das ist ja ein eigenständiges Bild. Mhm. Sollen wir dann irgendwas an der Wand machen hier rechts? An dem Häusle? An dem Häus. Da können wir runterschauen. Oh, warte mal hier. Aha! Zack, 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 zack. So, was haben wir denn da? Was ist denn das? Ein Türknauf. Ein Schrankgriff. Ah! Ein Schrankgriff. Ja, ja, ja. Dieser Sternenschrankgriff hier, ne? Oh. Aha! Und wir finden. Eine Sicherung. Ah! Sicherung. Die? Da. Können wir die Strom anmachen? Machen wir Strom an, ja, guckst du so. Und machst du. Nothing happens. Okay. Schauen wir mal hier oben. Aha. Und kritze, kritze, krakel. Diese vier seltsamen Figuren waren auf der Lampe eingraviert. Jede ist einzigartig. Jedoch haben sie etwas gemeinsam. Machen Yoga oder was da drauf oder wie. Mit. Ist ja der jetzt ohne Licht, hätte er das vorher nicht sehen können? Ja, scheinbar nicht. Okay. Links ist noch ein Wimmelbild, Junge. Der oh, Himmel! Jetzt können wir wieder rein, Junge. Schön. So, was haben wir denn? Wir haben. Ich sehe da oben schon diese Zahlendinger da. Das habe ich auch nie hinbekommen. Dieses Hin- und Her-Schieber? Ja. Ich hab's früher mal so als Spiel, als Handspiel, also ja. Richtig so ein analog. Es gab sowas auch in bildermäßigen Rätseln, mhm. Das habe ich auch nie, also echt? Schon. Ich fand's heute mal schön. Ja. Oh, hier, schau mal. Nehmen wir ausbuddeln? Ja, soll mal. Und was haben wir da? Klar, Nummer 4. Jetzt Nummer 4 verbuddelt. Hier haben wir die Nummer 2. Okay. Okay, cool, 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 cool. Eine Matroschka ist da noch drin. Es geht nicht auf. Ich weiß aber, dass sich darin etwas befindet. Nur dann sägt das Ding kaputt. Ja! Schön, ja, darin hat sich was befunden. Das ist jetzt geteilt. So, das wird noch nicht reichen. Ach so. Nee, doch, dann reicht das doch wirklich schon. So, 6. Ach, hey. Mhm. Ich komme eine große Fresse, wisst ihr? Ich hab das, ich fand das super. Na dann. Ah, guck mal. Naja, du, nee. Das ist wie, als wenn du bei so einem magischen Würfel eh eine Seite hast. Das ist noch nichts, Benny, du. Das ist noch nichts, du. Machst du aber, dafür machst du das aber gut. Ja, das.
Das wissen wir nicht. So, jetzt hab ich's. Bäm! Verstehst du? Bitches! Er hat's noch drauf! 2 Jahre später. So, alles klar. Die Uhr. Ihr habt. Nein, der Kompass! Echt jetzt? Er nimmt die. Alter! Er nimmt die Kompassnadel aus dem Kompass raus. Um einen Kompass zu bauen. Wie hohl ist das? Oh, schön. Da fällt mir nichts mehr zu ein. So, dann erstmal magnetisieren. Ha. Und nun? Fruit on the ground. So, jetzt haben wir... So, was machen wir jetzt damit? Jetzt haben wir einen Kompass. Ja, selbst Sebastian Kompass. Ist natürlich viel, viel besser als so ein richtiger Kompass. Ja? Also wirklich. Oh, hier unten ein Wimmelbild. So, was ist hier zu ergreifen? Hier die Federmappe können wir mal aufmachen. Da haben wir ein Stück Schere drin. So ist es nutzlos. Gut, gucken wir mal hier ins Buch. Halbe Schere. Jetzt haben wir eine ganze Schere. Jetzt können wir vielleicht noch freche... Oh, wir müssen uns einen Werkzeugkasten hier zusammenbasteln. Freischneiden. Ist das ein Schlüsselchen? Ja! Dann... Den benutzen wir da. Was ist das denn? Achso, jetzt brauchst du den Seitenschneider. Ein Handel oder was? Was soll denn das sein, Alter? Schön mit Knüpperdraht. Das könnte nützlich sein. Das zeigt mir öfters mal. Wenn ich mir meine Spargelarme angucke. Sollte ich öfters mal so eine Handel benutzen. Es gibt hier im Moment nichts zu tun. Tja. Okay, gehen wir nochmal hier hin, wo der Sicherungskasten ist. Und vielleicht an die Brunnen. Einfach mal die Handel drin werfen. Einfach just for fun. Oh ja. Ach, guck mal, nee, da unten ist ja der Riss. Wisst ihr, wo das ist, Benni? Nee. Das ist in der Katakombe, hör mal, wo der König da mit dem Kreuz ist. Auf dem Boden ist oder ist ein Riss. Jetzt ist ein Riss, der Riss. Jetzt, okay. Super, hier. Hier ist er. Nee, nicht hier. Nee, da drunter. Hier, da ist er. Ja. Hier ist er. Siehst du, hat er kaputt gemacht, Junge. Ach, schau mal. Was haben wir denn hier? Das ist aber ein Schwert, Alter. Der Griff des Schwerts hat die Form einer Schachfigur. Der König. Dann schraub mal ab, das Ding. Nee, aber möchte ich nicht nehmen, oder was? Ja, muss ich hier mit der Säge, muss absägen. Oh, echt, ja? Oh, so bitter, ey. Oh, guck mal. Ein Schwert, das ist 800 Jahre alt. Ich schneid mal einfach eine Ecke von ab, so. Oh, shit. Ach, das ist so viel sagen für so viele. So, okay. Der König kommt hier, dann fehlt uns jetzt bloß noch die letzte Figur. Ne? Ich weiß nicht, welche die überhaupt ist. Ach, Pferd. Springer. Nee, Springer. Pferd. Hottehü. Uns fehlt noch Hottehü. Hottehü. So, hierfür haben wir immer noch kein Muster, ne? Doch, scheinbar. Warum können wir das jetzt machen? Ach, das war auf der Lampe drauf. Das war auf der Lampe abgebildet. Die 4 Pornokels hier. Ja, okay. Das sieht aber nicht richtig aus. Das ist nicht richtig. Ich glaube, ohne Schuss hat richtig ist. Ich glaube, das ist richtig. Hört sich gut aus. So, jetzt haben wir hier den Zuppekinje. Nee. Rot und grün passt nicht. Sehr gut. Was achtet man an Farbenblinden? Okay. Ja. So. Drehen, noch weiter drehen. Ja. Ja. Nein. Nicht doch. Alter, was ist los? In der Mitte? Nee. Ja, der in der Mitte ist fest. Okay, dann musst du dich nach den in der Mitte orientieren. Ach, scheiße, Alter. Ist kannst du den in der Mitte nicht drehen. So, ist ja gar kein Problem, wenn wir hier mal kurz irgendwie indische
Dämonen irgendwie zusammen friemeln. Meinst du, dass das richtig rum ist? Nee. Wahrscheinlich nicht. Ja. Ah, okay, alles klar. Wir kriegen auch ein Zeichen, wenn das passt. Ja, deshalb wäre ich nie Indiana Jones geworden irgendwie. Ich wäre von der Kugel überrollt worden. Ich hätte die Kugel noch nicht mal auslösen können. Wahrscheinlich. Ach Gott, nee. So. Und, was, jetzt haben wir das Zepter. Ich hätte, was ist denn das überhaupt? Stab. Stab. Also meine Idee wäre ja eigentlich gewesen, vorhin den König diesen Stab zu heben, das Zepter. Ja, das wäre für mich eine sehr naheliegende Aktion gewesen. Wo sollen wir denn jetzt mit dem Stab hin? Sollen wir ihn das Ding über die Gusche ziehen hier? Guten Tag. Ja, ach Gott, okay. So, dann vergiss mal alles, was ich gesagt habe mit dem Öl. Epic Fail. Epic Fail, Alter. So, sind wir hier nochmal. Und hinein mit dem Springer. So, jetzt müssen wir bestimmt irgendwas mit dem Kompass machen, oder? Atok müsste jetzt ein... Als wieder, das ist noch ein klar, Brief. Das ist noch ein Brief. Auf dem Sarkophag. Ein Lappen. Auszeichnung von Freischalten, was wirklich geschah. Ich hatte einen Albtraum. Ich wanderte durch das Haus und fand einen Geheimgang. Und in dem Haus befand sich eine Art Ritualtempel. Ich weiß, es hört sich an wie aus einem schlechten Horrorfilm. Aber da war noch etwas anderes. Ein großer Steinsarg. Und auf ihm stand mein Name. Ich öffnete ihn und fand etwas darin. Etwas so Schreckliches, dass ich vor lauter Entsetzen aufwachte. Das ist die Handschrift meiner Mutter. Ah, deine Mutter. Ja, das ist, was er wohl da jetzt drin gefunden hat. Das ist, die Lokentwickler von vorige Woche noch. Der Deckel wurde aus Stein. Ja, okay. Sag, aber es ist ja jetzt... Nee, was, wozu? Okay. Aber nee, wir müssen hier was machen, ja. Geh mal zur ersten Figur, die wir eingesetzt haben. Weißt du das noch? Weil hier ist doch irgendwo noch... Ach nee, doch nicht. Okay, ich dachte, hier wäre noch irgendwas gewesen, was du... Wir brauchen noch irgendwas, um die Schalter richtig zu drücken. Orientierungspunkt, okay. Nee, durch können wir hier auch nicht einsetzen. But what is it? Ich frage mich, wie lange die Fackeln schon... für keinen Fackeln. Hier fragt mich, warum kann man das immer noch anklicken? Kannst du hier irgendwas mit dem Kompass machen? Oder mit dem Dolch? Nee. Was ist jetzt passiert? Ja, die Musikuntermalung in dem Spiel ist halt... Die ist Deluxe. Okay. Einfach random, ja? Also... Na, die ist einfach... Da läuft einfach so eine 20-minütige Schleife ab, wovon die Hälfte einfach geklaut ist, irgendwie. Sagt man ganz vorsichtig. Warte mal, kann ich jetzt hier irgendwas... Nö, kann ich hier irgendwas? Ja. Okay. Kannst du den jetzt drehen? Du musst ihn nach Norden ausrichten. To the north. Was ist da für eine Figur dahinter? Achso, ja. Da hast du schon. Was ist denn das da hinten für eine Figur? Welche denn? Wo denn? Wie denn? Geh nochmal kurz an den, wo du gerade warst. Ja. Da oben. Da ist auch eine Figur, oder nicht? Ja, die leuchtet doch. Dunkle Dahlia, die Samara quasi, ne? Okay. Ein Friedhof unter deinem Haus ist eine Floskel, solange es dir nicht selbst passiert. Jemand hat sich die Mühe gemacht, ein modernes Haus auf einem Friedhof zu errichten. Übernatürlich gesehen sieht dies alles sehr böse aus. Der Bau eines mit einem Fluch belegten Hauses und dann eine Familie anzulocken, darin zu wohnen. Der Preis, den die Laudius für das Haus haben wollten, lag weit unter dem Marktwert und das nur wegen unserer Mutter, die Arme, was die dafür tun musste. Sie muss irgendwie darin verwickelt gewesen sein. Ist das Mädchen ein Geist? Ist sie unsere tote Schwester? Ich bin mir sicher, dass sie real ist und das ergibt genauso viel Sinn wie ein Friedhof unter unserem Haus.
Ja, das ist einfach ein Worthülsengeballer hier, Alter. Da war nur überhaupt kein Inhaltswert. Oh, scheiße. War doch richtig. War doch richtig, ja. Ja, das habe ich leider auch zu spät gesehen, Benny. Erstmal klicken. Erstmal. So, ich habe alles ausgerichtet. Und jetzt? And there's nothing at all. So. Gott. Während der Priester nur Augen auf seinen neuen Gott im Osten hatte. Okay, alles klar. Begab sich der Ritter, der unter dem Bann des Gelehrten stand, wieder nach Hause in Richtung Norden. Achso. Wo die Königin auf seine Rückkehr wartet. Die Königin beobachtete ihren Mann im Westen. Der König beobachtete den Priester, da er wusste, was ihn erwartete, da es bereits zu spät war, etwas zu unternehmen. So, Benny, dann schreib dir nochmal ganz kurz mal mit. Stift. Schlecht vorbereitet, Benny. Ja, wir haben lange keine Stifte mehr benötigt. Hier, wo ist er? Hier habe ich schon mal einen Stift. Erst letzte Woche. Was? Ja. Haben wir doch. Was? Haben wir da einen Stift benötigt? So, okay, erzähl mal. Was soll ich mir aufschreiben? Guck jetzt mal zu dir rüber, Benny. Ja. Also, pass auf. Du schreibst ja auf. Königin beobachtet ihren Mann. Also, der Königin beobachtet den König im Westen. Dame, Westen, König. Okay. So. Der König beobachtet den Priester, da er wusste, was ihn erwartet. Und da es bereits zu spät war, etwas zu unternehmen. Während der Priester nur Augen fiel und den neuen Gott im Osten hatte. Also der Priester guckt nach Osten. Priester, Ost. Okay. So, begab sich der Ritter, der unter dem Bann des Gelehrten stand, wieder nach Hause in Richtung Norden. Also Ritter Norden. Nord. Und wo soll jetzt der König hingucken? Der König guckt Richtung Priester. König Richtung Priester. Okay. Gut. Okay. Gut. Also, das ist der Priester. Der Priester also, Richtung Ost. Der guckt Richtung Osten. So. Also, den Läufer würde ich jetzt als Priester deuten. Okay. Wie siehst du das, Benny? Ich frage mich dann, was der Ritter ist, aber es wird wahrscheinlich dann das Pferd sein, oder hier der Springer. Ich sag mal Pferd. Das Hottehü. Ja, das Pferdchen. Warte mal kurz. Okay. Der König schaute Richtung Priester. Richtig. Und der Priester, wo ist denn der Priester? Der Priester Richtung Osten. Der Priester schaute Richtung Osten. Ja, der Priester schaute Richtung Osten. Ja, aber wo ist der Priester? Das ist doch die Frage. Der König schaute Richtung Priester. Achso, dann musst du den Priester anschmullen. Okay, warte mal. Schauen wir nochmal ganz kurz. Nur Augen, papa, im Osten begab sich der Ritter. Stimmt wieder. Also, wir machen den Ritter mal Richtung Norden erstmal. Ja. So, pam. So. Und die Dame die Richtung Königin Westen. Wartet auf die Rückkehr. Wo die Königin auf seine Rückkehr wartete. Okay. Die Königin beobachtet ihren Mann im Westen. Okay, gut, dann. Westen. Naja, jetzt können wir hier mal ganz stumpf. Okay. Auszeichnung für Freischalt, ein Auge für Detail. Und der Sarg ist offen. Meine Fresse, das war ja ein Akt. Oh, wir haben eine Figur von uns, erwachsene Holly. Ich habe schon immer diesen Traum gehasst, in dem ich sterbe. Ja, nee, wer findet den cool? Ne? Dieses eindeutige Gefühl eines unausweichlichen Schicksals. Aus einem solchen Traum aufzuwachen, war immer eine Erleichterung. Und jetzt kann ich nicht aufwachen. Ich scheine keinen Vater und eine vollkommen verrückte Schwester Dahlia zu haben. Scheinbar habe ich und Hertha auch die gleichen frusteinflößenden Erscheinungen gesehen. Holly lispelt übrigens ein bisschen, hier in meiner Version. Erscheinungen gesehen. Und nun wieder dieses Dark Force Asylum. Ja, toll. Und ein Tape haben wir. Ein Mixtape hat uns noch quasi der König der Grüfte dalassen. Wo können wir das denn anhören? In dem einen Raum hier, wo die Kassettenplayer ist. Wo die Kassette, genau. So,
Leg mal in das Ding. We thought she was crazy. She was so violent. We had to separate her from you. It didn't help. So we had to institutionalize her. She begged to come home to you, but I had to keep you safe, and I thought she needed help. But then there was that horrible fire at the asylum, and she died there. My poor baby. I'm so sorry. But what's past is past. I hate this place, and I'm going to take you girls to the city and start fresh. I told Charles we're selling the house. He tried to convince me not to leave, but nothing on the planet can make me stay here. He's going to stop by today to see what price we'll get for the place. Then I'll talk to my parents. Today is March 12th, 1994, and I... Holly, I love you girls so much. Know that I did all I could. But if anything happens to me, find her. You must go to the Dark Falls Asylum. This was the day my mother was found dead. Was it really a suicide? Go to the Dark Falls Asylum. Go to the Dark Falls Asylum. Go to the Dark Falls Asylum. Now I knew what my mother and my sister wanted me to do. Go to the Dark Falls Asylum. Go to the Dark Falls Asylum. Go to the Dark Falls Asylum. Never go to the Dark Falls Asylum. You must never go to the Dark Falls You seem disappointed. Did you really think I was your sister? Ja, okay, nice. Wir haben den ersten Teil von True Fear Forsaken Souls Part 1 durch. Und ja, Leute, lasst uns mal wissen irgendwie, ob es euch gefallen hat und ob ihr wissen wollt, wie die Story weitergeht, wenn wir True Fear Forsaken Souls Part 2 spielen. Würde mich mal interessieren. Wir freuen uns drauf. Vergesst nicht, unten mal in die Kommentare reinzuhauen, ein Like da zu lassen für das Video. Und ansonsten sehen wir uns nächstes Mal beim nächsten Projekt. Bis dann. Ciao. Tschüss.